Guten Abend, herzlich willkommen. Ich glaube, das Haus ist wieder so gut wie ganz voll. Herzlich willkommen zu unserem fünften Ostkreuz-Podium, heute zu dem Thema Fotografie, Macht, Politik, fotografische Haltung und Verantwortung in Zeiten des Umbruchs. Wir sind heute zum ersten Mal im Ballhaus Ost. Herzlichen Dank für den Termin, für die Location, für die gute Zusammenarbeit und die sehr, sehr gute Vorbereitung. Danke. Dann möchte ich, bevor ich etwas weiter ins Thema gehe, mich auch nochmal bei unseren Fördermitgliedern bedanken. Unsere Fördermitglieder, also diejenigen, die öfters hier sind, kennen das schon, die ermöglichen uns Veranstaltungen wie diese. Alle, die hier sind, bezahlen auch Eintritt, wissen wir auch, aber trotzdem ist so ein Abend für uns als Verein doch immer ein kleines Zuschussgeschäft. Das bedeutet, wir legen drauf. Obwohl alle Diskutanten hier heute Abend und auch alle Veranstaltungen vorher honorarlos sitzen und hier einfach sitzen, weil sie sich engagieren, obwohl die Ostkreuz-Vereinsmitarbeiter diese Veranstaltungen fast ausschließlich ehrenamtlich vorbereiten, denn wir haben Reisekosten, wir brauchen Unterkunft, wir haben natürlich Saalmiete, Technik, Mitarbeiter etc. Deswegen appelliere ich nochmal an alle Menschen, die hier gerne sitzen, denen diese Veranstaltungen Spaß machen, sich nochmal Gedanken zu machen über eine Fördermitgliedschaft. Kostet normal 10 Euro im Monat, 15 Euro für Paare im Monat und 5 Euro für Studierende, Azubis oder Geringverdiener. Man bekommt Newsletter, Sie bekommen als Fördermitglied bevorzugten Zugang zu diesen Veranstaltungen und auch für die Ausstellung. Das bedeutet, wenn wir ausverkauft sind, steht keiner im Regen. Diese Podiumsdiskussionen sind darüber hinaus kostenfrei. Kann man dann auch mal durchrechnen, ob sich das vielleicht lohnt. Es gibt Gesprächsrunden zweimal jährlich mit den Fotografen in der Beheimstraße. Das sind großartige, tolle Abende mit heißen, langen Diskussionen, intensiver als hier. Es gibt ein jährliches Picknick und natürlich eine wunderbare Jahresgabe. So viel zur Förderung, zum Förderwillen und vielleicht als kleiner Aufruf. Weihnachten steht auch wieder vor der Tür. Vielleicht kann man sowas auch mal verschenken. Jetzt aber zum Thema Fotografie macht Politik, fotografische Haltung und Verantwortung in Zeiten des Umbruchs. Als wir uns Gedanken gemacht haben, worüber werden wir nächstes Mal sprechen, da lag die Bundestagswahl noch weit, also gefühlt in sehr, sehr, sehr weiter Ferne. Aber die politische Situation in Europa, die war schon ausreichend verfahren und das sieht ja momentan auch nicht so aus, als würde sich das innerhalb der nächsten Zeit deutlich bessern. Dann haben wir zusammen mit dem Ballhaus den heutigen 3. Oktober, der ja auch ein äußerst politischer Tag ist, als Veranstaltungstermin gefunden. Und dann stand natürlich die Frage im Raum, kann man das machen, 3. Oktober, 10 Tage nach der Wahl? Die Leute sind komplett Wahl- und Politikmüde, das können wir eigentlich nicht bringen. Nee, stimmt nicht, haben wir dann gedacht, stimmt nicht, machen wir trotzdem. Denn erstens sind die Menschen gar nicht so politikverdrossen, wie immer alle Unken rufen. Da spricht die vergangene Wahl Bände, leider würden manche sagen. In 12 Tagen ist die nächste Wahl, Landtagswahl in Niedersachsen. Und was aus den Koalitionsverhandlungen wird, wissen wir auch noch nicht. Vielleicht steht uns da dann in Bälde nochmal eine Bundestagswahl bevor. Keiner weiß es, egal. Viel wichtiger, heute soll im Zentrum stehen natürlich die Politik. Fotografie, also nicht die politische Fotografie, denn das ist ja im Prinzip eigentlich alles, sondern die Politikfotografie und mit ihr die zentrale Frage, nämlich die Frage nach der Verantwortung des Fotografen. So, und deswegen haben wir hier heute, deswegen haben wir hier heute auf der Bühne ein Novum, eine Premiere, und zwar haben wir ein reines Fotografinnen- und Fotografen-Panel. Das hatten wir noch nie, also sitzt hier niemand, der mit Fotografie umgeht. Kein Bildredakteur, kein Interessensvertreter, kein Verwerter, auch kein Medium, sondern wirklich ausschließlich die Leute, durch deren Augen und deren Haltung und deren Verantwortung die Bilder produziert werden, die Bilder erschaffen werden, die wir dann später alle wieder über die Vehikel der Medien sehen. So. Und das ist sehr viel und das soll dann für heute Abend auch reichen, oder es wird reichen, denn wir haben allein im eigenen Haus Ostkreuz so viele unterschiedliche fotografische Herangehensweisen, dass wir allein damit einen kompletten Abend bestreiten könnten. Wir haben 4 Kernfragen oder vier Kernaussagen
uns für den heutigen Abend überlegt, die stehen auch im Programm, wie wird und wurde politisches Agieren fotografisch dargestellt? Welche fotografischen Ansätze gibt es? Gibt es einen fotografischen Wandel? Und wie viel Verantwortung übernimmt eine Fotografin oder ein Fotograf, wenn er sich politischen Themen widmet? Und damit gehe ich eigentlich dann direkt weiter. Sehen wir hier schon was? Und stelle das Panel, unsere Diskutanten, kurz vor, wie das immer mache. Wir haben Barbara Klemm, wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Barbara Klemm hat nach einer Fotografenlehre in einem Porträtstudio 1959 begonnen, für die Frankfurter Allgemeine Zeitung zu arbeiten. Sie hatte nebendran erste Veröffentlichungen in Zeitschriften und Magazinen und war von 1970 bis 2004 Redaktionsfotografin bei der FAZ mit dem Schwerpunkt Politik im Feuilleton. Das werden die meisten wissen. Das sind in Summe 45 Jahre bei der FAZ. Sie hat den Dr. Erich-Salomon-Preis der Deutschen Gesellschaft der Fotografie 1989 erhalten und neben vielen anderen Auszeichnungen zum Beispiel den Hessischen Kulturpreis 2000 und den Max-Beckmann-Preis der Stadt Frankfurt am Main. Sie ist seit 1992 Mitglied der Akademie der Künste Berlin-Brandenburg und seit 2000 Honorarprofessorin an der FH Darmstadt im Fach Fotografie. Sie lebt in Frankfurt am Main und sie sagt: Ich habe Aufträge von den Redaktionen bekommen, aber immer auch eigene Vorschläge gemacht, die ich realisieren konnte. Das Letztere ist für heutige festangestellte Fotografen fast unmöglich. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Michael Trippel. Michael Trippel studierte Fotografie an der Fachhochschule Dortmund bei Professor Gisela Schneidler und Professor Wladimir Spasek. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Beides falsch. Beides falsch. Wunderbar, genau. Gut. Aber bei letzterem diplomiertest du, ist richtig. Wunderbar, genau, da haben wir es. 1991 begann er seine Arbeit als freiberuflicher Fotograf. Das ist dasselbe Jahr, in dem er mit dem BFF-Preis für die beste Diplomarbeit Deutschlands im Fach Fotografie ausgezeichnet wurde. Von 1999 bis 2008 war er Mitglied der Agentur Ostkreuz, von 2008 bis 2013 Vertragsfotograf des Stern. Ich zitiere ihn mit folgendem Satz: Heute wird deutlich mehr inszeniert, in Absprache mit den Pressestellen der Ministerien, kostensparend, zeitsparend für alle Beteiligten. Das Ergebnis ist eine Win-Win-Situation für Redaktion und Politiker auf Kosten der Pressefreiheit. Danke, dass du da bist. So, Jörg Brüggemann. Jörg Brüggemann ist freier Fotograf und seit 2009 bei der Agentur Ostkreuz. Er studierte bei, jetzt kommt wieder sowas, er studierte bei Peter Białobrzeski. Richtig? immer überstolper ich ihn über ihn. An der Hochschule für Künste in Bremen und in Buenos Aires. Themen seiner Arbeiten sind unter anderem globale Verflechtungen und lokale Eigenheiten. In seinem Langzeitprojekt Metalheads, The Global Brotherhood, dokumentiert er seit 2012 Heavy Metal als globales Kulturphänomen. Richtig? Richtig. Wunderbar, aufgehört, abgeschlossen. Er ist regelmäßig in Ausstellungen zu sehen und arbeitet für große nationale und internationale Magazine wie Rolling Stone, Zeit Magazin oder Neon. Zitat: Mich interessiert Inszenierung. In der deutschen Politik ist diese allerdings oft ein bisschen unbeholfen. Das kann komisch wirken und spiegelt dadurch vielleicht auch die deutsche Politik insgesamt. Danke, dass du da bist. So, zuletzt Maurice Weiß. Maurice Weiß studierte Fotografie an der FH Dortmund bei Ulrich Mack und Arno Fischer. Seine erste Veröffentlichung hatte er im Zeitmagazin und zwar 1990. 1992 wurde er Fotograf bei der Agentur Vue. Seit 1995 ist er Mitglied der Agentur Ostkreuz. Von 2008 bis 2013 fester freier Fotograf, der schöne feste Freie beim Spiegel. Seit 2014 Fotograf und Berater beim Ministerium für Wirtschaft. 2015 hat er seine erste Arbeit als Kameramann gemacht für den Arte-Film Endstation Bataclan mit Alexander Smolczyk.
Er erhält diverse Auszeichnungen wie den Hansel-Miethe-Preis, eine Grimme-Preis-Nominierung oder den Geisendörfer-Preis. Auch von dir ein Zitat: Was zählt ist, ob der Moment und das Bild am Ende Sinn ergibt. Der Moment ist ein Bild. Danke, Maurice. Durch den Abend wird uns führen, die Moderation übernimmt heute Dr. Jürgen Reiche. Wer aufgepasst hat, wird wissen, dass Herr Reiche schon vor zwei Podien auf dem Podium saß, als Gast diesmal allerdings unser Bild vom Bild. Heute moderiert er uns den Abend, wir freuen uns sehr. Dr. Jürgen Reiche hat an der FU Berlin Geschichte, Kunstgeschichte und Erwachsenenbildung studiert. Vor diesem Hintergrund hat er sich der Vermittlung von Zeitgeschichte immer wieder neu gestellt, als Kurator, Ausstellungsdirektor, Lehrbeauftragter oder Fachberater für Kultureinrichtungen. Seit Oktober 2015 ist Dr. Jürgen Reiche Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums Leipzig. Für die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland zeichnet er seit 1993 für die Programmgestaltung, Konzeption und Produktion aller Ausstellungen verantwortlich. Er hat unzählige Dokumentationsstätten, Ausstellungen und Erinnerungsorte mit konzipiert und beraten. Sein besonderes Interesse gilt dem Themenkomplex Macht der Bilder, zu dem verschiedene Ausstellungen kuratiert wurden, unter anderem Bilder und Macht, Bilder im Kopf, Sprache der Zeichen oder Bilder, die lügen, die sicherlich einige von Ihnen gesehen haben. Danke, dass Sie da sind. Und damit möchte ich jetzt das Wort und das Mikrofon an das Podium übergeben. Ja, vielen Dank. Ich begrüße Sie alle auch ganz herzlich hier im Saal. Das ist ein tolles Thema, dem wir uns heute zuwenden wollen. Wir haben das Programm ein bisschen umgestellt, wir werden ein bisschen improvisieren, weil wir gedacht haben, es ist auch wichtig, diese unterschiedlichen Oeuvre mal vorzustellen in einem Durchlauf, wo die einzelnen Fotografinnen und Fotografen auch etwas dazu sagen. Aber als Warming-up vielleicht ein kurzes Statement von Ihnen zum Thema des heutigen Abends. Fotografie, Macht, Politik ist ja mehrdeutig auch zu lesen. Man kann Macht ja auch kleinschreiben. Frau Klemm, kurzes Statement zu diesem Thema und ja, was Sie abdecken mit Ihrer Fotografie in diesem Bereich. Also, ich habe ja in einer Zeit fotografiert, die schon ziemlich lang vor, also zurückliegt. Und ich muss sagen, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass meine Bilder die Macht verändern könnten oder Macht haben, was zu verändern. Es war mir, für mich immer wichtig, etwas zu zeigen, und zwar in einem Bild. Und ich glaube, das ist eine ziemliche Schwierigkeit gewesen, in einem Bild eine Geschichte, die passiert, also das politische Ereignis, in einem Bild wiederzugeben, weil das für eine Tageszeitung damals so war, dass man eigentlich nur mit einem Bild immer gearbeitet hat. Und mir war wichtig, wenn ich diese Bilder machte, einen Punkt zu finden, wo man vielleicht einen Hauch hinter das so Fassadenmäßige kommt, was uns vorgespielt wird, oft von den Politikern. Und ich glaube immer mehr, und ich denke deswegen, dass es in der heutigen Zeit viel schwieriger ist, wie zum Beispiel dieses Bild von dem Treffen, was unter anderem auch wirklich mein berühmtestes Bild ist und für mich auch das Wichtigste war, von Brandt und Brezhnev. Weil es solche Situationen uns Fotografen eigentlich so gut wie nie geboten wurden. Ich habe das nur machen können, weil ich eine Chance genutzt habe, und bin da reingekommen. Und es waren außer mir nur zwei russische Fotografen, ein vom Bundespresseamt, der immer dabei ist, und ein Agenturfotograf von dpa. Und ich bin eben so, war jung und beweglich und hatte die Ohren gespitzt und habe es probiert und war drin. Und wenn man dann drin ist, dann kann man plötzlich etwas zeigen. Und da wir so wenigen waren, hatten die uns vergessen. Und ich kann nicht mehr sagen, ob ich 5 Minuten drin war oder 3 oder 10, weil man so konzentriert dann nur versucht, diese Atmosphäre festzuhalten.
Und das sind Höhepunkte in einer Laufbahn als Fotograf. Und ich denke, diese Chancen sind immer, immer weniger geworden. Das kann man, glaube ich, bestätigen. Wobei dieses Bild ja ikonischen Charakter hat. Also es ist im kollektiven Gedächtnis, hat sich das eingenistet und sagt ja auch viel. Wir kommen aber vielleicht nachher nochmal darauf zu sprechen, auf die einzelnen Bilder. Das interessiert ja das Publikum sicherlich auch. Jörg Brüggemann, Thema Fotografie macht Politik. Ja, mein Zugang ist insofern ein bisschen anderer, als dass das jetzt dieses Jahr das erste Mal war, dass ich überhaupt Politik fotografiert habe. Und da, glaube ich, zunächst mal als politischer Mensch rangegangen bin und geschaut habe, wie das auf mich wirkt, was ich da sehe, ohne vorher genau zu wissen, was dabei rauskommt. Also ich kann mich eindeutig kann eine Beziehung aufbauen zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Frau Klemm, dass es eine Inszenierung ist, wo man versucht, dahinter zu kommen und dass es heute wahrscheinlich noch wesentlich mehr ist. Und da ich jetzt vor allen Dingen im Wahlkampf fotografiert habe, wo die Inszenierung noch stärker ist, als sie wahrscheinlich im politischen Alltag der Politiker ist, der Versuch eben, diese Inszenierung zu zeigen und vielleicht dort ein Stück dahinter zu blicken mit meiner Fotografie. Ja, vielen Dank. Also Inszenierung ist Teil der Politik. Ich glaube, da sagt man jetzt auch nichts Neues. Die Frage ist nur, wie viel Teil der Politik Inszenierung ist. Und man gewinnt schon den Eindruck, dass es doch immer mehr wird. Und das ist natürlich auch eine tolle Gelegenheit, auch als Ausstellungsmacher da mal reinzuhauen. Moritz Weiß, Thema Fotografie macht Politik. Das Thema, deswegen sitzen wir hier. Gut, können wir weitergeben. Ja. Nein, ich bin, sagen wir so, was mich immer fasziniert, also ich habe mich viel mit den Bildern von Erich Salomon, Bob Lebeck und auch eben von Barbara beschäftigt und habe gesagt, und ich weiß noch, ich glaube 2008 hat uns Rabanus angerufen, der war damals Chef vom Spiegel und hat sich fürchterlich beschwert über die Bilder, die er aus der Politik bekommt. Das wären immer die gleichen, selben Dinge. Und was denn da schief laufen würde. Und da haben wir beide gesagt, die Arbeitsbedingungen stimmen nicht. Das heißt, man kriegt einen Interviewtermin, zwei Redakteure treffen auch Politiker, alle kennen sich sehr gut, der Fotograf hat keinen Namen, sitzt am Ende des Tisches und am Ende eines zweistündigen Gesprächs hat er 3 Sekunden für ein Porträt. Der Politiker weiß nicht, was mit dem Bild passiert, der Fotograf kennt den Politiker nicht, es sind immerhin 2 Menschen, die sich begegnen. Das Ergebnis war meist dürftig. Na, wie gesagt, selber schuld. Du kriegst genau die Bilder, die du verdienst, weil mehr investierst du nicht. Lass uns die Arbeitsbedingungen ändern. Und dann haben wir versucht, die Regeln zu ändern, in Redaktionskonferenzen dabei zu sein, dass die Redakteure uns kennen, um einfach sozusagen uns sozusagen als Autoren wieder bewusst zu machen, dass wir durchaus wissen, was wir tun, und dass man auch eine Haltung hat und dass man dann vielleicht mit dieser Strategie wieder zu Ergebnissen kommt, die dem nahe kommen, was wir aus der Vergangenheit kennen. Also versuchen, vielleicht kannst du ja mal das Bild von dem ollen Kohl zeigen, Herrn Kohl und Kissinger und so. Das heißt, so wie Barbara sagt, man muss beweglich sein und immer da reinkommen, wo die Inszenierung eben nicht mehr stattfindet, nämlich dann, wenn die Leute unter sich sind. Also es sind Menschen. Und Menschen, ob sie nun Politiker sind oder andere Tätigkeiten tun, sie sind trotz allem immer noch Menschen und sie beim Arbeiten zu beobachten. Ich weiß nicht, Steinmeier saß irgendwann mal in so einer Konferenz, was soll ich für euch machen jetzt? Ja, wie gesagt, du sollst für uns gar nichts machen, setz dich hin und arbeite. Es gibt so ein Missverständnis manchmal zwischen den Leuten, die mit die Politik sozusagen erzählen, also Politiker und die ganzen Referenten und den Fotografen. Worum geht es eigentlich? Und dann gibt es eben die Möglichkeit, den Wunsch meinerseits einfach so viel Zeit wie möglich zu verbringen, um eine Stimmung zu kriegen, um erzählen zu können, was passiert, jetzt nicht unbedingt hinter den Kulissen, aber was sind das für Menschen, dass man sich ein Bild machen kann. Also Fotografie ist ja auch eine Bildvermittlung, eine Gefühlsvermittlung und die muss aber sozusagen auch so weit glaubwürdig bleiben und auch der Realität nahe sein, dass nicht jedes sensationelle Bild rausgeht, wenn es dann eben in der Sache nicht mehr stimmt. Das ist dann so eine Verantwortung, die mittlerweile der Fotograf zunehmend hat und auch nicht an die Bildredakteure einfach so abgeben kann. Von Walter Benjamin stammt, glaube ich, der Satz, Geschichte zerfällt in Bilder. Vielleicht zerfällt es auch in Geschichten und Bildern.
Michael, vielleicht du noch kurz zum Thema? Ja, ich erinnere mich an einen der ersten Termine als freier Fotograf, da war Putin in Berlin und ich bin 2001, habe mich da angemeldet beim Bundespresseamt und das Treffen war im Bundespresseamt und es passt ganz gut zu Fotografie macht Politik, weil ich bin ins Bundespresseamt gegangen, habe mich da sozusagen vorgestellt, okay, ich bin derjenige und dann wurden wir in den Keller gebracht und in den Bus rein und in diesem Moment habe ich eigentlich die Realität verlassen, weil dann ist sozusagen dieser ganze Bus voll Journalisten ist aus dem Keller rausgeschossen in so einer Entourage und wir waren, glaube ich, innerhalb von 3,5 Minuten im Treptower Park und es war ein derart geiles Gefühl, da irgendwie einmal an diesen Staus vorbeizufahren und ich dachte mir, wenn ein Politiker das jeden Tag hat, dann muss er irgendwann, ne, irgendwie, und das war für mich so der Start zu gucken, was macht eigentlich Macht mit einem und das war, und da habe ich mich dann einfach die nächsten 10 Jahre oder 12 Jahre damit beschäftigt, aber das war schon eigentlich so ein irres Ding. Okay, ich habe gerade gesagt, vielen Dank, dass wir so ein bisschen improvisieren, weil wir uns gerade im kurzen Gespräch einig waren, weil das Öre so unterschiedlich ist, dass wir einen kurzen Durchlauf, wo Sie Gelegenheit haben, auch zu einigen Bildern, nicht zu allen, aber zu einigen Bildern etwas zu sagen, um dann wieder in die Diskussion einzusteigen. Wenn Sie einverstanden sind, Frau Klemm, beginnen wir mit Ihnen. Ich würde dann ganz gerne mich hinstellen, weil das sehr... Wollen Sie das? Also einfach, damit man es sehen kann, sonst ist es so den Hals verrenkungen. Also das war der Anfang also auch meiner Politisierung, 68, die Studentenbewegung, das war 1970 eine Demonstration gegen den Vietnamkrieg. Und ich habe meinen Mann kennengelernt, und der Medizin studierte und dadurch bin ich in die Studentenbewegung reingekommen und das war für mich ein ganz wichtiger Moment und den... der mich sozusagen auch in die journalistische Fotografie getrieben hat. Das nächste, das war auch vor der Universität, eine Konfrontation. Nein, machen Sie ruhig, weil wir wollen ja nicht. Adorno, als das Institut besetzt wurde, wie er nochmal mit den Studenten sprach, da war ich reingeeilt, war die einzige Fotografin, weil mich jemand angerufen hatte. Und das sind dann so Momente auch, wo man unglaublich schnell reagieren muss. Es waren insgesamt 3 Bilder. Ich habe nie mit Blitz gearbeitet. Dann kommt immer die große Angst, ist es scharf oder unterbelichtet. Also es hat, ein Bild hat geglückt. Das nächste, die Konfrontation auf dem Stadtbahn West, als die Stadtbahn West gebaut werden sollte. Und Sie sehen, das wollte ich vielleicht noch sagen, also worauf man natürlich als Fotograf versucht zu gucken, ist, dass man eine Komposition in das Bild bekommt, eine gute Komposition, weil das Bild verdichtet und auch dem Betrachter es leichter macht, es zu interpretieren. Und da sehen Sie zum Beispiel eine wunderbare Komposition. Es war nur möglich, weil ich mich gerettet habe auf einem Dach von einem VW-Bus. Das nächste. Da hatte ich die Chance, auf den Balkon zu kommen. Das war am Winterfeldplatz, als Reagan zu Besuch da war, 72 in Berlin. Das ist auch eines meiner bekanntesten Bilder. Böll in Muttlangen, morgens um 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Das war am 1. September zum Kriegsanfang, haben die gegen die Raketenstationierung in Muttlangen demonstriert. Und da war es nun so dunkel, dass ich fast dachte, ich kann das Bild nicht machen. Und dann kam eine Handleuchte vom Fernsehen. So ist diese Szene entstanden. Sie sehen Böll und Bastian und die Frau Böll und die Kelly mit dem und Lafontaine in der Mitte, damals Ministerpräsident vom Saarland. Das nächste. Das waren die Parteitage, auf denen wir damals noch die Chance hatten, wirklich 2-3 Tage während des ganzen Parteitagssitzungen Beobachtungen zu machen und zu fotografieren. Und später wurde das unterbunden und wir mussten nach hinten. Das ist eines dieser Sachen, wo ich denke, dass die Politiker kapiert haben, dass ihnen die Bilder vielleicht nicht immer gerade gut für sie sind, sondern dass sie zum Teil etwas zeigen, was sie natürlich nicht in der Öffentlichkeit gezeigt haben möchten. Das nächste, das ist die SPD gewesen, Wehner, Brandt und Schmidt. Das nächste, das war natürlich, Sie wissen, dass
beide miteinander es nicht wirklich gut konnten, aber zusammen natürlich die Partei nach vorn bringen mussten. Und das ist wie ein Januskopf, jeder guckt nach der anderen Seite. Je mehr man weiß bei seinem Beruf, umso besser kann man arbeiten. Man musste natürlich immer die Zeitung lesen, musste informiert sein, um zu wissen, auf was man achtet. Und es ist als nur drauf loszudrücken. Das nächste, das ist dieses berühmte Bild. Und für mich ist es nochmal zu einem besonderen Bild geworden, nachdem die Mauer fiel, weil Willy Brandt damals wirklich den Anfang gemacht hat, mit dem Osten Kontakt aufzunehmen. Das nächste. Lassen Sie uns kurz nochmal dieses Bild sehen. Ich meine, das Besondere ist ja eine sehr intime Atmosphäre, in die Sie da hineingeraten sind. Und dieses Bild, ich habe es vorhin schon gesagt, ist ein ikonisches Bild, was auch in vielen Ausstellungen immer wieder gezeigt wurde, auch in Schulbüchern. Und diese Nachdenklichkeit, diese Konzentration von Willy Brandt, die Ernsthaftigkeit, die aus dem Bild spricht, und das, was wir vorhin ja auch schon angedeutet haben, Politik ist immer auch Inszenierung, das ist hier nicht, sondern man hat gar nicht wahrscheinlich mitbekommen, dass Fotografen im Raum oder sie im Raum waren, und das macht dieses Bild so überzeugend, mal unabhängig davon, dass es natürlich auch vom Bildaufbau völlig dieses Pyramidale und es ist ein tolles Bild und zu Recht halt im kollektiven Gedächtnis. Aber Sie sehen gleich beim nächsten, also man hat ja dann die Möglichkeit, wenn man nicht sofort wieder rausgeschmissen wird, ich habe damals zwei Kameras gehabt und natürlich ohne Winder, sondern man musste mit der Hand den zurückdrehen, das habe ich dann irgendeinem Herrn übergeben, die eine Kamera, damit ich mit der anderen weiterarbeiten konnte, weil ich Angst hatte, dass ich sonst nicht dazu komme. Sie sehen hier die Unterhändler Bar und Gromyko noch dabei, die Gruppe ist größer geworden und es gibt unterschiedliche, also Jean-Christophe Ammann, der Direktor war vom Museum für Moderne Kunst, fand das Bild stärker als das andere, ich finde das andere intensiver, ist mir lieber. Also so kann man unterschiedliche Auffassungen auch sein. Das nächste, das war das Misstrauensvotum, bei das geglückt war und Kohl als Bundeskanzler raus hat. Und das Eigentliche ist aber Genscher, der das Ganze eingefädelt hat, der dann an der Seite hier aus dem Bild entschwindet. Ohne diesen Genscher wäre dieses Bild normales Pressebild. Das nächste. Und ohne Genscher wäre das auch nicht passiert. Ja, eben. Deswegen musste er aber da am Rande des Bildes, war ein großes Glück. Manchmal sieht man es auch erst in der Dunkelkammer, dass er drauf ist und dass es einem geglückt war. Und das war nach der Vereidigung, wie er sich überlegt hat, setzt er sich nicht. Und er hat sich blieb ja dann auch 13 Jahre, glaube ich, da drauf sitzen. Das nächste, das war die Wahl von Schröder, die erste Wahl, die er gewonnen hat, wo ich eigentlich eine Akkreditierung bei der CDU hatte und dann aber noch schnell rübergerannt bin, das ging damals in Bonn sehr gut, und ihn bei der SPD-Zentrale auch da, also ich hatte da keine Akkreditierung und Sie wissen, ohne Akkreditierung kommt man meistens nirgends irgendwo rein und das war das, was Maurice Weiß vorhin auch gesagt hat, Erich Salomon, der immer versucht hat, dahin zu kommen, wo er eigentlich nicht sein sollte, und ich habe früh, das war mein erstes Buch, was mein Mann mir geschenkt hat von Salomon, die Augenblicke. Und dann habe ich gedacht, man muss es probieren. Und da war es nicht probiert, sondern ja, auch probiert, aber dann, man muss ungemein schnell und aufmerksam sein. Und wenn man sich einen Hauch hängen lässt, entgehen einem die besten Sachen. Das nächste. Das ist nur ein Dokument. Also da ging es um die weißen Turnschuhe bei der Vereidigung von Joschka Fischer, als er Umweltminister wurde in Hessen. Aber es ist kein gutes Bild. Aber das wollte ich Ihnen zeigen, um zu sagen, dass nicht alle Bilder einem glücken. Das nächste, da war er dann ein bisschen weiter, da saß er am ersten Abend am Kabinettstisch. Das nächste, Schröder gratuliert oder verabschiedet sozusagen Kohl, als Schröder dann die Wahl gewonnen hat. Gucken Sie sich an, wie die Hände gedrückt wurden. Das nächste, das war in der Wahlnacht, als lange nicht klar war, wer die Wahl gewonnen hat und ich noch mal meinen
mein Mann zu Hause anrief und sagte, die Sache ist gelaufen, ich war wieder bei der CDU gelandet, wir waren da 3-4 Kollegen in Berlin diesmal, und er sagte, nein, nein, ich glaube nicht, dann bin ich zur SPD und stand aber wirklich 3 Stunden vor der Türe, weil ich nicht reinkam, weil es nicht öffentlich war für die Presse, bis Heidi Wittschorek-Zoll rauskam und ich sie gefragt habe, ist er noch drin? Hat sie gesagt, ja, geh doch rein. Und dann habe ich gesagt, du musst mich mit reinnehmen. So kam ich da rein. Und wenn man dann mal drin ist, dann läuft's. Aber das ist das Problem, nicht? Man muss einfach erst mal rein. Also das Nächste. Und ich glaube, jetzt sollten wir abbrechen, damit das nicht zu lang wird. Das sind jetzt Bilder von der Wende und 9. Oktober. Und vielleicht kann man noch ganz schnell das 3. Oktoberbild, weil wir wirklich heute ja den 3. Oktober wieder haben, zeigen. Ich würde nur das eine vor dem Reichstag, das hier. Hier, also das war eine Situation, da hat mich, mich hat einfach interessiert, wie sehen die Gesichter der Politiker aus in dem Moment, wenn die Wiedervereinigung ausgesprochen wird, also in der Nacht vom 2. auf den 3. Und wir Journalisten mussten so in der Hälfte von dieser Parkanlage, hatten wir so ein Gitter aufgestellt, dahinter mussten wir bleiben, aber die Massen haben uns nach vorne gedrückt. Und nur dadurch ist es mir gelungen, wie kann ich Ihnen nicht mehr sagen, mit dem 300er Tele aus, oder 200er Tele aus der Hand, mit dem normalen Licht und mit einem Gewoge von hinten. Es war ungeheuerlich. Ich habe das erste Mal in meinem Leben Angst gehabt und habe gedacht, ich werde erdrückt und bin dann so seitlich raus. Aber es ist mir gelungen, das zu zeigen, warum ich dahin bin. Und das fand ich schon toll. Also Lafontaine, der sich so noch doch ein bisschen spitzbübig dazugestellt hat. Er war ja immer sehr kritisch gewesen und hat gesagt, was uns das alles kosten wird. Da lag er völlig richtig. Willy Brandt gerührt. Genscher hat eine unglaubliche Arbeit damals geleistet. Die Hannelore Kohl war aus Leipzig, war natürlich besonders glücklich. Kohl war klar, er hat es gemacht. Und der Einzige, der mich entdeckt hat, war Weizsäcker, Bundespräsident. Und de Maizière wusste, dass das für ihn sozusagen der letzte Tag war, als er seine Zeit schon wieder rum war. Auch ich glaube, damit möchte ich es beenden. Die Physiognomien, dass die so rauskommen, und es hat ja Loriot-hafte Züge bei den, also sind so wunderbar charakterisiert und auch verräterisch. Also wer damals diese Performance, hätte ich fast gesagt, mitbekommen hat, der hat das noch so in Erinnerung, wie die Akteure, also wie sich im Gesicht auch die Gemütslage und die Emotionen gespiegelt haben. Und Sie haben das ja eben wunderbar charakterisiert. Ich würde jetzt gerne Maurice Weiß auf die Bühne bitten. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass wir uns kurz mal schnell auf die Bilder angucken, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden. Jetzt gehe ich aber mal runter, sonst kriege ich hier Genickstarre. Also wir sind, ich weiß gar nicht mehr genau, wann genau, im Jahr 2010 oder 11 oder 12, Standardsituation, Gespräch, Spiegelredakteure, ein Fotograf, lange Verhandlungen, wer darf wann was, vor allem der Fotograf, Ansage die ersten 5 Minuten, ich nein, ich will die letzten 5 Minuten hin und her, dann hieß es, Sie dürfen die letzten 5 Minuten, Herr Pressesprecher, geben Sie mir ein Zeichen. Herr Pressesprecher, gib mir ein Zeichen, und die Idee dahinter ist einfach, wie auch schon Barbara Klemm gesagt hat, es geht eigentlich immer nur um den richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein. Das ist eigentlich die große Kunst. Und die ersten 5 Minuten eines Gesprächs sind langweilig, weil da tastet man sich ab und ist vorsichtig. Und am Ende eines Gesprächs, wenn es gut gelaufen ist, ist eigentlich jeder sozusagen froh, dass es bald vorbei ist und man lässt ein bisschen los. Ich hatte ja vorher gesagt, wir waren beim Spiegel sozusagen als feste freie Fotografen, das heißt die Redakteure, wir kannten uns alle schon mit Vornamen,
Wir hatten uns alle schon mal angefasst. Das heißt, am Ende des Gesprächs bin ich dann quasi den Redakteuren auf den Schoß gerutscht, um diese Zentralperspektive zu kriegen, weil Frau Merkel sitzt immer an derselben Stelle, man hat nicht so wahnsinnig viel Wahl. Genau, also einfach so die Arbeitsbedingungen zum Teil, das waren vielleicht 10 Belichtungen bei der ganzen Geschichte, mehr hatte ich an dem Gespräch nicht, aber eins hat halt gesessen. War das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, war das eine Titelstory vom Spiegel, die bebildert werden sollte, oder? Das war ein klassisches, das typische klassische Spiegelgespräch. Die meiste Zeit geht immer drauf, um die beiden Redakteure mit dem jeweiligen Politiker zu fotografieren. Das ist immer das schwierigste Bild, weil ein Politiker oder mindestens die Redakteure gefallen sich jeweils nicht auf dem Bild. Da muss man relativ viel machen. Das heißt, man hat extrem wenig Zeit, sich mit dem eigentlichen Sujet zu beschäftigen. Also deswegen ist es ganz wichtig, im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein, im richtigen Moment zu haben. Wie gesagt, danach gab es noch eine Serie von Bildern mit den beiden Redakteuren. Das war, kennen Sie ja das Format, das Spiegelgespräch, wo dann zum Schluss immer noch mal der Beleg ist, dass alle zusammen an einem Ort waren. Okay. Das nächste Bild ist auch lustig. Da hat mir dann ein Schwennecke, der war damals beim Spiegel zuständig für die Grünen. Und wir hatten damals ausgemacht, dass nicht jeder Ereignis, was für einen Redakteur, der für Text zuständig ist, spannend ist, wirklich sinnvoll für den Fotografen ist und umgekehrt. Und haben wir uns dann aufgeteilt. Ich bin dann alleine nach Göttingen gefahren. Es ging um den Atomausstieg. Und da gab es großen Streit bei den Grünen, ob sie nun mit der Bundesregierung zusammen für den Atomausstieg stimmen oder nicht. Und Trittin musste zurück nach Göttingen an die Basis und musste sich dann mit den ganzen verschiedenen Strömungen innerhalb der Grünen Partei auseinandersetzen. Und ich fand das eigentlich ganz sprechend für die grüne Basis, weil von den Biobauern über den Studenten, über Attac-Leute war da alles da. Und dieser graue Mann in der Mitte, der ist halt der Abgeordnete der Grünen aus Göttingen in Berlin. So, jetzt können wir einfach mal so. Wir switchen mal durch. Ja, wir gehen jetzt mal so durch. Also was auch Barbara schon gesagt hat, sozusagen das Geheimnis ist immer reinzukommen. Und wie man das macht oder sich auch abzusetzen. Also sozusagen das Bild, was durch die Presse ging, ist auf der anderen Seite entstanden. Deswegen bin ich auf der Seite geblieben, wo kein Fotograf war und ich fand das trotzdem interessant. Oder jetzt gehen wir zurück und das ist, gehen wir eins zurück, genau. Das zum Beispiel bei der UNO, da gibt es so kleine Boxen. Ich glaube, an dem Tag saß Ahmadinejad, der iranische Staatspräsident. Das heißt, es ist sozusagen, wenn man diese Architektur und auch ein bisschen diese Räumlichkeiten begreift, wo Politik stattfindet, das wird natürlich selten erzählt, weil der Agenturfotograf hat die Aufgabe, die Gruppe zu fotografieren, das Belegbild. Es ist alles so kurz, weil man natürlich eingebettet ist in Ablauf. Und ich habe mir dann immer den Luxus geleistet, dann immer das andere Bild zu suchen, zu riskieren, dass das wichtige Bild findet nicht statt, aber ich habe ein anderes Bild. Das ist immer so dann das Spiel. Das ist zum Beispiel so eine Standardgesprächssituation. Also da sind 3-4 Redakteure, diverse Referenten, Pressesprecher, Mitarbeiter, die sozusagen jeden Satz kontrollieren, genau zuhören. Hinterher müssen ja die Interviews nochmal freigegeben werden. Und da ist wenig Spontanität. Und ähnlich geht es natürlich auch dem Fotografen. Und da muss man sich halt rausmogeln. Und das sind natürlich Inszenierungen, die gehen schief. Also wenn die ganzen Sicherheitsleute mit dunklen Sonnenbrillen, ich meine, das ist ein sozialdemokratischer Kandidat. Und ich kann auch verstehen, warum manchmal Leute, die verantwortlich sind für die Kommunikation von Parteien, natürlich panisch sind, weil es gibt eine Sicherheitslage und die Sicherheitsleute sehen nun mal so aus, wie sie aussehen und haben dunkle Sonnenbrillen auf. Aber in unserem inneren Kopf läuft natürlich sofort ein anderer Film ab. Ja, also Herr Steinmeier ist immer noch Herr Steinmeier, auch wenn er hier aussieht wie ein Mafia-Boss. Das ist so ein bisschen die Ambivalenz von Bildern und dann diese schweren Limousinen im Hintergrund. Ich wollte das nur mal so zeigen, weil das ist so ein Bild, mit dem ich also einerseits glücklich bin, weil es ist mir gelungen, alle finden das gut, aber andererseits ist es mir misslungen, weil es eigentlich den Betriebsbesuch in Braunschweig von einer Firma, die sich mit Elektrotechnik beschäftigt, natürlich in keinster Weise widerspiegelt. Also so läuft das dann ganz schön. Es läuft dann manchmal ganz schön weit auseinander. Ja, mach mal. Genau. Das war auch sehr mühsam, da hinzukommen. Also dann gibt es immer, das war auch während des Wahlkampfs und dann besucht man natürlich Bürger mit Migrationshintergrund und dann landet man da und dann ist es natürlich ambivalent. Ne? Wenn wahnsinnig viele Fotografen auftauchen, geht die Situation kaputt, weil wir haben ja im Grunde genommen hier nicht mit professionellen
Hauptdarstellern zu tun. Das sind ganz normale Leute wie wir. Und ich denke mal, versucht mal jeder, sich vorzustellen, wenn plötzlich in der Wohnung so 10, 15 Fotografen rumrennen, wie man sich dann fühlt. Dann ist man nicht mehr so ganz bei sich. Und das ist natürlich auch hier die Situation. Da hat mich dann der damalige Pressesprecher dann mich reingemogelt. Ich habe mich reingemogelt und es war, sagen wir mal, relativ dicht dran an dem, was auch stattgefunden hätte, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Das muss ich, glaube ich, nicht kommentieren. Und das ist so das Lebensgefühl in so einem Auto. Diese Autos sehen von außen immer wahnsinnig teuer, sind teure Autos mit Sicherheit. Und es gibt, wie gesagt, die Sicherheitslage. Hinten ist immer noch ein zweites Auto mit noch mehr BKA-Leuten, weil es gibt eine reelle Gefährdung. Aber ich habe diese Autos, wo die Politiker drin sind, die großen schwarzen Limousinen, eher als goldenen Käfig empfunden, denn als wirklich ein Luxus, weil wer da drin sitzt, der muss da drin arbeiten. Also zumindest habe ich es oft erlebt. Ich weiß nicht, der Schulz habe ich mal begleitet. Den haben sie dann einen Umzugskarton mit Unterschriftsmappen in den Kofferraum gestellt und haben gesagt, bis Paris ist alles unterschrieben. Der wollte, hat sich geweigert und gesagt, ich will nicht. Er musste. Und der sagt, ich kann aber nicht, weil die Autobahn ist schlecht, meine Unterschriften sind nicht lesbar. Und er musste trotzdem unterschreiben. Das heißt, das sind im Grunde genommen rollende Büros. Und ich würde da ungern, also es ist sehr bequem da drin, aber das ist einfach so ein kleines Gefängnis. Das sind so, da bin ich dann auch, habe ich mich dann so weit reingemogelt, dass ich da eigentlich die ganze Zeit dabei war. Und manchmal entstehen so stille Bilder. Ich weiß nicht, ob das Bild bedeutend ist, aber es ist so eine Situation, wo einfach, das war beim Niedersächsischen Bauernverband, hatten sie nicht mal das Licht in dem Raum angemacht, weil sie immer noch sauer waren auf die Künast. Und Steinmeier hat das relativ cool genommen und hat die langsam kommen lassen. Danach wurde das Licht angemacht, es gab sogar was zu essen. Ja. Da gibt es auch noch was lustig erzählen. Wir haben ein Interview mit Kofi Annan gehabt im Adlon, irgendwie klassisch im Hotelzimmer und so. Und ich habe immer so rübergeschielt in dieses ungemachte Bett und habe ihn dann gefragt, wie oft er denn zu Hause sei. Und er hat gelacht und sagte, eigentlich nie. Und er hat gesagt, also ich bin jetzt in ihrem natürlichen Umfeld. Ob ich ihn denn da fotografieren kann. Und ich finde, also mir gefällt, also ich war ganz happy mit dem Bild, weil es sehr viel von dieser Anonymität, also ich meine, Michael hat vorhin erzählt, man kommt, wenn man Politiker ist, plötzlich in so eine Blase. Man kommt in so einen Bus, in so einen Apparat rein und plötzlich verschließt sich die Tür zur echten Welt. Ich weiß gar nicht, ob die Politiker das alle so gern haben. Ich habe auch schon gehört, dass Gabriel seinen BKA-Leuten ein paar Mal abgehauen ist und da gab es richtig Ärger, weil der ist natürlich immer noch gefährdet. Aber man bewegt sich in so einer komischen Plastikwelt und inwiefern die Realitäten sich verschieben und so weiter. Und das ist, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges, interessantes Thema. Nee, müssen wir nicht alle machen. Oh, ich den Lammert noch. Das ist bis heute noch Bundestagspräsident Lammert, der einen ziemlich mächtigen Kampf geführt hat um die Bedeutung des Parlaments. Und das sind, wenn man sich dann so rum, das ist so Zufall, der lief da lang und für mich war es ein Bild, das auch für ihn steht, also auch für die ganze Situation, weil er hat ja nicht nur Freunde in seiner Partei und so und auf den lastete dann doch schon eine ganz schöne Verantwortung. Und wie auch Barbara sagte, wenn man viel weiß, dann sieht man auch die Bilder. Also das ist jetzt, klar, es ist ein Zufallsbild, aber ich nenne es ein kultivierter Zufall. Ich habe nicht darauf gewartet, aber als es kam, wusste ich, das muss ein Bild sein. Und dann so, damit will ich jetzt auch aufhören, sonst wird es ein bisschen lang. Ja, vielen Dank. Es sollten auch kurze Vorstellungen sein und Statements. Jörg Brüggemann, da ist er. Dem jetzt gerade zwei fast Övres gesehen haben, ist das jetzt wirklich nur insgesamt bei, glaube ich, 4 Terminen entstanden. Ich habe Anfang des Jahres für die Cicero 3 Geschichten fotografiert mit jeweils mehreren Terminen. Das war damals noch jeweils zur Landtagswahl in NRW und Schleswig-Holstein. Das ist NRW. Ja, ich glaube, Parteitag der NRW-CDU in Münster. Bis dahin war, glaube ich, das Nächste, wie ich an einen Politiker rangekommen bin, meine Deutschlehrerin, die nämlich die Frau von Norbert Lammert war oder ist. Und insofern war das für mich eine vollkommen neue Welt. Vieles von dem, was wir jetzt gerade gehört haben von Frau Klemm und von Maurice, dieser Versuch, irgendwie dahinter zu kommen, das kann ich jetzt nach den
kurzen Einblick, den ich hatte, nachvollziehen. Also es ist halt dieser Versuch, dort irgendwie Bilder zu finden, die über den eigentlichen, ja, diese Inszenierung, diese Oberfläche hinausgehen. Und das gelingt mir vielleicht mal mehr, mal weniger. Mach ruhig ein bisschen weiter. Und ich, also klar, ich arbeite mit Sicherheit viel auch mit Klischees, die dann gleichzeitig hoffentlich auch immer wieder mal ein bisschen gebrochen werden. Ich bin da viel einfach rumgerannt und habe schon gemerkt, ich verhalte mich anders als die anderen Fotografen da. Ich bin von den Kollegen und auch von einigen Leuten, die dort bei den Veranstaltungen waren, immer wieder auch angeschaut worden, warum rennt er jetzt darum, warum fotografiert er das? Weil die Leute das, glaube ich, teilweise auch nicht richtig verstehen, wie ich zu meinen Bildern komme. Und dann gibt es halt diese Momente wie diesen hier, den ich natürlich schon irgendwie erahnt habe. Also ich wusste, dass er da oben rechts von dieser Treppe runterkommt. Er sollte, und dann stand diese Figur da und ich habe gedacht, ja, hoffentlich läuft er links an ihr vorbei. Und das passierte dann und ich habe einfach abgedrückt. Ja, also für diesen Augenblick, das war halt, das war so, glaube ich, irgendwann im Mai oder Juni, als gerade anfing, also dieser unglaubliche Hype nach seiner Verkündung der Kandidatur, der fing an abzuebben und das ging ja dann auch total schnell. Und das war eben dieser Augenblick und für mich symbolisiert das Bild das schon auch irgendwo, diese Inszenierung, dieses Hochgehype, das aber eigentlich nur an dieser Fassade hängen bleibt und man diesen Menschen ja gar nicht kennenlernen konnte in dieser kurzen Zeit und auch danach ja eigentlich nicht kennenlernen konnte und es irgendwie so eine Art Abziehbild ist. Ja, gut. Ja, also was ich gerade sehr interessant fand bei dem Bild von Barbara Klemm ist, was für mich auch total wichtig ist in dem Bild, ist tatsächlich links der weitere Fotograf, der noch mit drauf ist. Also das ist eine Ebene, die mir bei dem Ganzen auch immer total auffällt und dann auch wichtig geworden ist, dass die Medien da ja eine ganz große Rolle spielen und dass der Fotograf mit in dem Bild drin ist, ist natürlich auch eine Referenz auf sie selbst wieder zurück, dass sie Beobachter der Szene sind oder die Presse als vierte Macht in dem Ganzen und das ist eine Ebene, die mir immer total wichtig ist, warum ich gerne den Schritt zurücknehme, so wie Maurice das auch bei dem Bild mit Obama gemacht hat, wo man die Meute sieht, die da vor ihm steht. Ja, jetzt sind wir tatsächlich im Provinzwahlkampf. Das ist jetzt der neue Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Das war in Bad Schwartau, in der Mensa einer Gesamtschule. Mach ich weiter. Und genau, also jetzt nicht die große Politikebene, aber also auch für mich das allererste Mal, dass ich mir das so anschaue und einfach auch da Deutschland vielleicht ein Stück näher komme, wenn ich mir das anschaue. Und da sind natürlich diese Augenblicke, kannst gerne nochmal einen Moment zurück, die vielleicht auch so ein bisschen abstrus und lustig sind. Also ich glaube schon, dass ich die ganze Sache ernst nehme, aber es ist halt auch schwierig an so einem Ort nicht das mit zu thematisieren. Mach ruhig ein bisschen schneller weiter. Ja, das dann danach. Maurice meinte gerade, er würde keine Leute in dicken Karren mehr zeigen, dann wusste ich, scheiße, ich zeige gleich das Bild. mach mal ein bisschen schneller. Ich wollte noch mal zu dem nächsten Bild, weil das auch, also das war auch ein Moment, den ich gerade sehr gut verstehen konnte, als Frau Klemm und Maurice meinten, dass man eben versuchen muss, dahinter zu kommen oder in diese Momente, in diese Orte reinzukommen. Das ist jetzt halt auch Wahlkampf, Auftakt, also ein Moment, wo man eigentlich gar nicht an einen geheimen Ort kommen kann, aber trotzdem, die beiden sind aus einer Ecke rausgekommen da hinten und sind halt nicht vom Tross verfolgt, sondern der ist vor ihnen hergegangen und dann bog der ganze Tross von Fotografen vor der Bühne ab und ich war einfach so unverschämt und bin mit auf die Bühne gegangen als Einziger und stand dann auf einmal dahinter und habe eben den Moment nicht so, wie er gedacht war, von den Leuten, die sich diesen Ort dort konzipiert haben und den ganzen Ablauf überlegt haben, die beiden von vorne gezeigt, sondern eben von hinten gezeigt. Und dann sind es natürlich auch die kleinen Gesten, wie er sie vorführt sozusagen. Ja. Gut, danke.
Ja, Michael. Wo ist er? Ah ja. Ja, das ist eigentlich so mein erstes Politikfoto gewesen hier in Berlin. Das war, glaube ich, so der Landtagswahlkampf in Berlin. Und das war schon wie so ein Gong eigentlich, was mir so ein bisschen gezeigt hat, wie alle machen irgendwas, alle kommunizieren so scheinbar, aber keiner eigentlich wirklich miteinander. Die gucken sich alle nicht an, alle aneinander vorbei. Und Angela Merkel noch so, hallo, Papi. Also das war nur zum Beispiel ein Start, wo einfach so ein bisschen die Kommunikation eigentlich doch nicht Kommunikation ist. So, und jetzt... So habe ich sie dir geschickt, das ist alles durcheinander. Ach du Scheiße. Ja, ich habe dann 2002 von Stern den Wahlkampf fotografiert und ich habe zu der Zeit auch viele Opern fotografiert, eine komische Oper. Und irgendwie war dieser Wahlkampf auch wie so eine Operette eigentlich, nur halt, dass die nicht wirklich die Ausbildung hatten, das auch gut zu machen. Und deswegen war das oft einfach auch ein bisschen sehr peinlich und lustig und ironisch. Und ich habe das eigentlich großen Spaß gehabt, diesen Bundestagswahlkampf 2002 so zu fotografieren und eigentlich auch immer das zu nehmen, was da war. Also ich verstehe schon, dass man natürlich, ich habe auch immer, meine Eitelkeit will eigentlich die Politiker privat kennenlernen und gucken, was, um zu zeigen, ich bin herangekommen. Auf der anderen Seite denke ich mir, warum eigentlich? Also was passiert damit? Also damit werden die ja noch privater und also ist es auch ein Mensch, also natürlich ist es ein Mensch. Also ich finde es eigentlich zwiespältig, immer so ganz privat zu sein. Natürlich muss man schon immer gucken, dass man einen guten Standpunkt hat. Und, aber ich mochte das auch sehr einfach so, irgendeinen Ort zu einem guten Ort zu machen, zu einem, der, auf dem ich Spaß hatte und wo irgendwas passiert. Und so bin ich da 2002 rangegangen und die Bilder sind leider durch die Nummerierung ein bisschen durcheinander geraten. Das ist blöd. Oh weia, das ist aber echt ein bisschen doof. Wenn das jetzt das Einzige ist, das wäre ein bisschen schade von diesem 2002er. Oh. Ja, die Bildnummern. Ah, hier, genau. Und das war bei euch auch in diesem 2002er Wahlkampf. Ja, das da. Stoiber war echt ein gutes, der war echt klasse. Also da, der konnte so überhaupt nicht Show machen. Das mochte ich sehr an ihm, im Gegensatz zu Schröder damals. Und dann machen wir das dann noch. Und das ist für mich auch ein wichtiges Politikfoto, ne? Obwohl kein berühmter Politiker drauf ist, also live. Aber trotzdem ist praktisch das für mich, repräsentiert sehr viel von diesen konservativen Werten, die eigentlich die CDU für mich auch repräsentiert, ne? Ein Eigenheim mit einer Warnanlage oben drauf und dann der große Bus mit Stoiber und dann kam die erste Frau mit dem Kind und ich dachte, oh wie toll, dann kommt auch noch die Mami mit dem Kind und auch konservativ und dann kommt die zweite Frau und das ist für mich schon ein wichtiges Politikfoto, so wie ich auch Politik gerne fotografiere und fotografiert habe, ohne dass jetzt irgendwas drauf ist. Ja, hier noch Westerwelle. Ja. Ich habe dann praktisch eine Woche mit jedem Wahlkämpfer verbringen können, also mit Westerwelle, mit Stoiber, mit Fischer und mit das ist eben auch so ein Moment. Wie gesagt, ich mochte die Inszenierung schon auch immer, aber ich, das ist mal ein bisschen schwierig. Ja, und dann habe ich den nächsten Wahlkampf fotografiert. Das war dann das da. Das war dann 2005, da war sie die Herausforderin, da habe ich auch von Stern lange sie begleitet. Und das war dann auch im Flugzeug, in so einem Privatjet, wo man dann von Termin zu Termin geflogen ist. Und das gab auch so einen Moment, da ist sie eingeschlafen. So, und ich habe das fotografiert und dann dachte ich mir, ah nee, das war ein hundertstel Moment. Und ich dachte mir, nee, das will ich aber doch nicht zeigen, weil das sah sie nicht so gut aus. Und ich fand es einfach auch, und das war dieser private Moment, den ich eigentlich immer mochte. Aber ich hatte dann auch das Glück, diesen Moment zu haben und den fand ich eigentlich auch sehr privat. Und den mochte ich, bis heute mag ich das Bild sehr, weil es ja auch immer so nachdenklich ist. Und das Spannende ist ja eigentlich, dass so ein Politiker, wenn er nachdenkt, ihm plötzlich Schwäche sozusagen unterstellt wird. Und dieses Foto ist echt oft, hast du das irgendwo, dieses, oft publiziert worden, genau, hier unten. Das da. Immer wenn sie dachten, dass es jetzt irgendwie abwärts geht, ne? Dann nehmen die das immer, Lost Leader of the Newsweek und dann von der Zeit nochmal. Die Zeit hatte es auch mal auf dem Titel, wo es auch darum ging, um die letzten Tage der Kanzlerin. Da, das da. Ja. Und da bist du chancenlos. Also du kannst das Bild, obwohl ich es liebe, darf ich das eigentlich nicht in ein Archiv geben, weil das wird verhackstückt. Und ich finde eigentlich,
in dem Moment, wo jemand mal nachdenkt, ist er stark und nicht schwach. Und das ist auch vorher, was Maurice gesagt hat, wo wir, Rabanus, der wollte ja, dass wir wirklich private Fotos haben. Und von Spiegel damals. Und dann habe ich es auch geschafft, dann bei Steinmeier damals, bei Steinmeier reinzukommen. Dann habe ich einfach ein Gespräch fotografiert. Mehr war nicht drin, aber ich war dichter dran, geht nicht an die Macht. Und dann hat er am Ende gefragt, warum der nicht die Füße auf dem Schreibtisch hatte und ein Butterbrot von seiner Frau ausgepackt hat. Also wo einfach die Bildredakteure ein derart absurdes Verständnis von Nähe oder privat oder von Politikern haben, womit die uns dann füttern wollen. Ne? Also das ist natürlich schon schwierig. Ich habe dann... Das ist was anderes, ne? Ich gucke nochmal kurz durch. Ja, ich habe dann in der Bankenkrise auch noch fotografiert, weil das auch für mich, das war auch, dann habe ich beim Stern vorgeschlagen, da die Bankenkrise so ein bisschen in Deutschland zu fotografieren und war dann in Berlin und habe da fotografiert und habe das dann aber gemischt mit, kann man das auch runterklicken? Habe das dann gemischt mit Fotos von kleinen Aktionären, die für mich natürlich auch Teil des ganzen Systems sind. Ne? Die tun von ihrer Rente irgendwie so ein paar Kröten ab und wollen dann noch ein bisschen Schnäppchen machen. Und deswegen gehören die eigentlich zu mir, für mein Gefühl auch ganz deutlich zu dieser Bankergeschichte dazu. Und ich habe das dann auch kombiniert eben mit Fotos eben von kleinen Aktionären, die gerade jetzt zum Beispiel hier auf Beate Use Aktien haben, aber nicht trauen, damit in die U-Bahn zu gehen, das ist vorher noch in die Hypo-Vereinsbank-Täschchen tun, weil sie von denen natürlich auch Aktien haben, ist ja klar. Und solche Sachen sind mir schon wichtig, also auch da den kleinen Mann sozusagen nicht aus der Verantwortung zu nehmen. Und deswegen ist das für mich auch politische Fotografie. Das war auf der Daimler-Benz-Hauptversammlung, so zu arbeiten. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen... Ja, war's das schon? Okay, ja. Vielen Dank. Nee, nee. So, wir besetzen die Bühne mal wieder. Ja, sehr unterschiedliche Sichtweisen. Unterschiedliche Techniken. Für mich als Historiker sind Fragen relevant, die wir uns auch in unseren Ausstellungen stellen. Presse, unabhängige Presse, einer der Grundpfeiler der Demokratie. Und zur Presse gehört natürlich auch die Fotografie. Wie abhängig oder unabhängig sind Sie eigentlich in Ihrem Job bei der FAZ gewesen? Und über die Jahre hat sich da etwas verändert? Ich war ziemlich unabhängig. Die erste Zeit waren wir Fotografen. Ich hatte einen wunderbaren Kollegen, Wolfgang Haut, der 10 Jahre älter war als ich. Und dessen Bilder habe ich schon zu Hause bei meinen Eltern, da war ich 15 oder 16, angeguckt und habe gedacht, da hatte ich gerade eine Lehre gemacht im Porträtatelier, sowas würde ich gerne machen. Und dann hatte ich das Glück und durfte die ersten Jahre, wo ich 10 Jahre Klischees hergestellt habe, ihm helfen, Bilder zu machen, also in der Dunkelkammer zu gucken, wie er das macht, sein Archiv aufgeräumt. Da war die Zeitung mit uns Fotografen, hatte es eigentlich nicht viel am Hut. Er hat sich zwei Feste geleistet. Also damals habe ich noch freigearbeitet, aber Wolfgang Haut hatte auch einen Fixumsvertrag. Und manchmal saßen wir da und kriegten keine Aufträge und war ganz gemütlich. Und dann kam so, da haben wir gedacht, jetzt wollen wir aber doch was machen. Also haben wir selber Vorschläge gemacht und haben dann irgendwas gebracht. Was immer gewünscht war, waren CDU-Parteitag und dergleichen. Also dass da sozusagen auch fürs Bildarchiv Köpfe, haben wir das dann genannt, Fleißarbeit gesammelt wurde. Also so die Herren. Und ich muss sagen, wir waren immer ziemlich auf uns alleine angestellt. Also wir hatten nicht die Chance dass die Redakteure, die für die FAZ gearbeitet haben, uns gesagt haben, hör mal, der ist wichtig oder der. Das mussten wir alles irgendwie selber erarbeiten. Aber mit dem Laufe der Jahre wurde das natürlich immer mehr Arbeit. Und
und das kam auch daher, dass ich manchmal gesagt habe, da will ich hin. Und dann wurde es, musste man einen Antrag stellen, Reiseantrag und so weiter, und dann wurde ich losgeschickt, also durfte ich es machen. Dann hat aber die Redaktion gesagt, jetzt brauchen wir aber das und das. Also man war, ich war dann doch ziemlich viel unterwegs und habe Reisen gemacht ins Ausland, überall. Also habe immer versucht, einen Aufhänger zu finden, Wahlen in Peru und in Bolivien, und dann mit dem Korrespondenten gesagt, wäre das nicht was, könnten wir das nicht zusammen machen? Und dann waren die meistens ganz angetan. Die mussten ja dann ihre Zeit dann auch opfern und mit mir dahin. Und da habe ich also wie ein Hamster eigentlich gesammelt, Bilder. Und das waren ja auch natürlich politische Bilder. Und die Zeitung, wir hatten keine Bildredaktion. Ich glaube, 10 oder 15 Jahre haben wir, Haut und ich, frei geschwommen. Wir konnten mit unseren Bildern zu dem Redakteur gehen und sagen, hören Sie, das war das und das. Wenn Sie viel Platz haben, man muss ja immer Konzessionen machen, besonders bei einer Tageszeitung, weil dann plötzlich viel Text kommt, dann nehmen Sie lieber das oder Sie nehmen das. Oder wir haben nachfragen können, was steht in dem Artikel drin, wenn gefragt wurde, haben Sie da was im Archiv. Also es war ein sehr moderates Arbeiten. Und mit der Studentenbewegung, ich war natürlich, weiß Gott, nicht so konservativ, wie die FAZ das war, war es natürlich schon nicht so ganz einfach, die Bilder dann reinzubekommen. Aber durch die, also irgendwo haben sie die Qualität geschätzt. Und da war dann schlecht, irgendwie da zu sagen, das wollen wir nicht bringen. Aber es ist eine sehr exklusive Stellung. Ne, diese ja, die musste man natürlich sich schon auch über Jahrzehnte erarbeiten. Also es waren schon natürlich Diskussionen und Kämpfe, aber ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie gesagt bekam, das können Sie aber nicht bringen oder das haben, wieso haben Sie das gemacht? Das gab es nicht. Michael Trippel, bei dem Bild von Angela Merkel, was wir eben gesehen haben, gab es ja unterschiedliche Unterschriften, also unterschiedliche Verwendungen. Ne? Jeder hat natürlich eine politische Einstellung und wie sieht es eigentlich aus mit einem Fotografen, der Bilder produziert und nicht deren Verwendung kontrollieren kann? Vielleicht geht die Verwendung auch vollkommen an dem vorbei, was Sie sich mal gedacht haben. Wahrscheinlich müsste man, wenn man ehrlich ist, dürfte man wahrscheinlich die wenigsten Bilder überhaupt nur in ein Archiv geben, wo jeder Zugriff drauf hat, weil natürlich wirklich sehr viel damit passieren kann. Aber es ist einfach auch, bestimmte Bilder mag man einfach, man mag die einfach auch publiziert sehen, wenn man sie einfach toll findet, weil das was von einer Person erzählt, was eine Situation erzählt und weil wir natürlich auch kommunizieren wollen. Ich bin ja auch Journalist, also ich bin jetzt nicht nur irgendwie Künstler, ich will einfach journalistisch arbeiten und dadurch will ich natürlich auch zeigen, was passiert und dann will ich auch, dass es öfters publiziert wird, aber ich habe da nicht wirklich eine Lösung, weil so präzise arbeitet man nicht unbedingt. Klar, manchmal, wenn die Merkel der Kopf fehlt und die geht die Treppe hoch und so, dann ist es natürlich einfacher, dass das jetzt vielleicht eine ganz klare Aussage hat. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt eben nicht immer so. Ne? Es ist das. Okay. Deswegen, ich habe da keine Antwort drauf. Ich wollte mal ein anderes Thema anschneiden, fotografischer Wandel nennen wir es mal. Also es ist ja auch deutlich geworden in den Beispielen, die wir hier gerade gesehen haben, dass doch die Art zu fotografieren und nicht nur das, was man fotografiert, ja sehr unterschiedlich ist. Und ich frage jetzt mal Boris Weiß und Jörg Brüggemann, wie sehen Sie eigentlich die Unterschiede des jeweiligen anderen oder wollen Sie darüber nicht reden? Der Grund, warum wir heute hier sind. Ja. Ach, schon wieder. Nein, es ist lustig, wir haben uns irgendwann mal auseinandergesetzt in Agentur und dann habe ich gesagt, das ist doch eigentlich mal ein Grund für ein Streitgespräch, weil ich habe auch keine Antwort. Also es ist nicht so, dass ich Jörgs Bilder doof finde und meine toll oder umgekehrt, sondern was mich so ein bisschen ratlos macht, ist der eigentliche Grund, warum ich vor 10 Jahren angefangen habe, Politik zu fotografieren, wenn nicht nur Politik fotografieren, sondern auch viele andere Sachen. Zwei Sachen. Ich fand das Biotop-Politik exotischer als jede Reise nach Afrika. Das Verhalten, also dieses Stammesverhalten, also das, ich fand es extrem exotisch und mir vollkommen fremd. Also für einen Anthropologen fand ich das total spannend. Und das Zweite ist, ich komme aus Frankreich. In Frankreich habe ich in Südfrankreich den Aufstieg von Front National
gesehen, wie das langsam aufgeht. Ich habe beobachtet, wie schwach der Journalismus in Frankreich wurde, wie Libération, Le Monde und all die anderen Zeitungen wirklich abgestürzt sind. Also die haben ihr Vertrauen verspielt. Die haben in den 90er und 0er Jahren irrsinnige Fehler gemacht. Die Leser sind davongelaufen und gleichzeitig stieg so der Front National. Und dann kam eben diese Frage von Rabanus, warum sind die Bilder in der Politik so, wie sie sind? Und ich dachte, wir sind Europäer und Fotografie und in Europa spielt die Kommunikation, wir sind soziale Wesen, wir lesen Gesichter, wir wollen uns ein Bild machen. Und dann dachte ich, es ist doch eine spannende Aufgabe zu versuchen, mit den Vorbildern, die es ja gibt, also ein Vorbild sitzt neben mir und Erich Salomon und andere, aus den, die ja auch schon mal was geleistet haben. Wieso kann man nicht einfach das Konzept von Erich Salomon auf heute übertragen, sagen, ich ziehe an allen Pressesprechern, Referenten und so weiter durch und gucke mal genau hin und mache mir ein Bild. Und das zeige ich. Und welche Bedingungen brauche ich, um da hinzukommen? Das ist keine formale Geschichte, sondern eine ganz normale Geschichte, alle Regeln zu brechen. Also hier sitzt ein Pressesprecher im Saal, der kennt mich und weiß, wie oft ich an ihm vorbeigezogen bin, aber nicht zu seinem Schaden, sondern einfach nur, um mir ein Bild zu machen, um wieder sich zu fragen, ob man Demokratie erzählen kann, unabhängig davon, ob das gute oder schlechte Politik, ob die immer, aber wenn Herr Gabriel einen dicken Bauch hat, dann darf der auf meinem Bild nicht so deutlich sein, weil es geht nicht um seinen Bauch, sondern um das, was er sagt. Darüber soll man sich streiten. Das Bild hilft dem Text zum Lesen. Wenn ich eine Zeitung aufschlage, sehe ich als erstes ein Bild und dann habe ich eine Überschrift. Wenn das Bild gefühlt schon 20 Mal gesehen wurde, weil es in der Tagesschau schon lief, weil es eine Pressekonferenz war, dann hat man das Gefühl, den Text habe ich schon gelesen. Mache ich ein Bild von einem Mann, der sehr dick ist und ich sehe nur seinen Bauch, dann kann ich mich gar nicht auf das konzentrieren, der sieht ja fett aus. Schaffe ich es aber, ein Bild zu machen, wo ich ahne, was für ein Charakter das sein könnte, vielleicht fange ich dann an, mich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Das war sehr naiv, aber vielleicht hilft das ja, wieder sich sozusagen den Inhalten zuzuwenden und sich nicht mehr so sehr mit den Inszenierungen zu beschäftigen. Und das unterscheidet uns jetzt eigentlich Jörg. Und Jörg ist fasziniert von der Inszenierung und diesen zum Teil sehr skurrilen Oberflächen, weil Deutschland ist kein Bilderland. Also auch im Inszenieren von Bildern sind viele ja auch zum Teil echt, sagen wir so, noch sehr entwicklungsbedürftig. Das können andere Länder besser, wenn man schon richtig inszenieren will. Aber das ist ja doch das Interessante daran. Also für mich waren Ihre Bilder sozusagen die Fortsetzung von dem, was wir vielleicht versucht haben zu machen, weil es eine neue Zeit zeigt. Auch das Medium mit dem, ich denke, die Digitalisierung spielt da auch eine Rolle mit. Die kommt für mich da auch in den Bildern vor, weil sie sehr scharf, sehr glatt, sehr farbig sind und wie Sie damit umgehen und wie Sie das sehen, ich habe gedacht, das ist ein anderer Weg und das ist ein Weg, der für die heutige Zeit sicher richtig ist oder zumindest nicht verkehrt ist. Also ich fand das, ich mag eigentlich keine abgeschnittenen Köpfe und so Geschichten. Aber da ganz kurz, an dem Bild war eigentlich ihr Kopf dran und dann habe ich das Ute Maler gezeigt und sie meinte, ich soll den Kopf abschneiden. Und es war das besser, das Bild wurde besser. Nein, das glaube ich nun wiederum nicht. Das wäre, glaube ich, besser, wenn der Kopf noch dran wäre. Es gibt mit Kopf. Aber das meine ich nur, es ist doch das, eine Weiterentwicklung. Aber da habe ich eine Frage, weil der Kontext macht das Bild. Wir sind jetzt unter uns, darf ich mal so sagen. Ja? Wir sind, glaube ich, alle relativ unterschiedliche Ansichten, aber glaube ich relativ das Bild im anderen Kontext. So hässlich sind unsere Demokraten. Das ist jetzt eine provokante Frage, aber ich frage mich also oft bei meinen Bildern, wie viel Nähe bin ich schon Teil des Apparats? Ich frage dich, was passiert, wenn das Bild in falsche Hände gerät? Ja, aber das ist, das ist einfach, und das, was du ja auch, Michael, schon angesprochen hast, du möchtest deine Bilder veröffentlicht sehen, hast aber keine Kontrolle, was mit denen passiert. Meine Frage ist, wie viel Kontrolle müssen wir übernehmen, dass wir eben kontrollieren, gerade bei solchen Bildern, wer bekommt sie? Aber es kann natürlich, kommst gleich sofort, kannst auch antworten. Man kann natürlich mit Bildunterschriften jedes Bild, unverfängliche Bild auch verfänglich machen. Auch die Men in Black, die wir vorhin gesehen haben, würden eine andere Unterschrift natürlich auch, da würde das ganze Bild würde sich verändern. Also das ist schon etwas, was natürlich einen auch umtreibt und umtreiben muss, wenn man Bilder produziert mit den besten Vorstellungen und dann wird es, man ist ja in einer bestimmten Abhängigkeit
ganz anders genutzt, als man sich das gedacht hat. Ja, das ist mit Sicherheit mein Privileg jetzt bei den Bildern, die ich da gemacht habe, dass ich komplett unabhängig gewesen bin. Und ich weiß es ja von Maurice, dass er einfach so lange schon dabei ist, dass natürlich sich gewisse Abhängigkeiten sowohl zu den Redaktionen als auch zu den Politikern bilden. Also ich weiß, dass Maurice sich darüber bewusst ist, das ist das Wichtigste. Aber ich habe das halt gar nicht und kann da komplett mit einem frischen Auge draufsehen. Und es stimmt, die Zeiten sind anders. Es wird, glaube ich, auch anders Politik heute gemacht und ich denke auch nicht, dass ich dort zeige, wie es gewesen ist, sondern wie ich es gesehen habe, und ich glaube auch, dass es in den Bildern klar wird, dass es ein sehr subjektiver Blick auf die Dinge ist und das jetzt nicht ist so lustig und abstrus ist unsere Politik, sondern ich hoffe auf jeden Fall, dass da immer wieder auch diese Momente der Menschlichkeit und der Ernsthaftigkeit drinstecken. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ja, bitte. Also ich finde schon, jetzt gerade das Bild, wo sie auf die Bühne geht, oder das lebt natürlich durch diese Wahnsinnsabbildungsschärfe und durch den Blitz und durch die Kühle und durch die Kälte von dir. Und am Ende, finde ich, sind es halt auch Leute, die versuchen echt irgendwie das Beste doch zu machen. Und ich glaube schon, dass wenn diese Abfolge von dieser Oberfläche dann kommt, dann ist mir das eigentlich zu wenig. Und wenn ich jetzt mal ganz provokant sage, und ich will es gar nicht so weit gehen, aber ist es fast schon eine AfD-Position, nämlich Politiker sind doof. Na, ich war auch bei der AfD, habe die genauso fotografiert. Ja, okay. Ich bin jetzt gerade 16 Tage in Deutschland gefahren für einen Job und wir haben 16 Wähler porträtiert. Und ich, mir ist es, das muss einem selber auch immer wieder klar werden, dass wir hier in Berlin auf einer Insel leben und einer der großen Privilegien unseres Jobs ist, dass wir rausgehen ins Land und tatsächlich mit den Menschen sprechen und deren Leben zumindest ein Stück weit erleben dürfen. Und das, was wirklich nach diesen 16 Tagen hängen geblieben ist, ist diese Politikverdrossenheit. Also eben das, was ich auch fotografiert habe. Und du hast ja auch eine Politikverdrossenheit. Ja gut, aber ich bin nicht die Person, die jetzt darüber hinwegkommen muss, sondern ich kann nur mit meinem Blick auf die Dinge gucken. Ja, und stimmt. Ich habe keinen edukativen Auftrag, den Leuten die Demokratie und die Politik wieder nahe zu bringen. Das ist deren Auftrag. Aber und ich sehe da ein Riesendefizit. Du hast aber eine politische Einstellung. Ne? Ja, natürlich, klar. Und was mir auffällt, ich will das jetzt gar nicht qualitativ beurteilen, es ist, also zwischen euch beiden ist der Abstand, der emotionale Abstand, sehr unterschiedlich. Also vom Sujet, auch was vorhin gesagt hast, also in Bezug auf Politiker, wie man, die ist ja eben auch nochmal rausgekommen mit den Politikern im Auto, die machen eigentlich einen harten Job und also man hat ja, sowas lässt einen ja nicht frei agieren oder mit Abstand agieren, wenn man so eine Haltung hat. Während bei der es mir so scheint, als wenn der Abstand größer wäre, abstrakter ist, auch unterkühlter. Und wir sind ja jetzt schon fast dabei, uns über unterschiedliche Techniken beziehungsweise Kombination Technik und Inhalt. Das ist eine bewusste Entscheidung. Also, aber ich wollte noch fragen, wer druckt Ihre Bilder? Kommt also das war ein Auftrag für Cicero. Werden die journalistisch verarbeitet? Ja. Das war ein Auftrag für Cicero, die ja ein relativ rechtskonservatives Magazin sind, aber die Bilder sind kurz danach auch von der Taz gedruckt worden. Also es sind dann vielleicht doch eher die Medien, die an den äußeren Rändern des Spektrums sind und vielleicht nicht direkt in der Mitte. Aber gut, ich meine, ich sehe mich da in einem Gesamtkanon. Es ist ein Beitrag, eine Meinung, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, weil es tatsächlich den Blick von vielen Leuten widerspiegelt, der in diesem Land gerade vorherrscht. Also. Ich wollte eigentlich ein Bild zeigen, das so ein bisschen beschreibt die Konfrontation, das, sagen wir mal, sieht ähnlich aus wie ein AfD-Wähler und seines Politikers, wir finden das gerade nicht. Also ich meine, ich finde, es ist auch ein großer, also ich meine, Kontext macht das Bild. Das stelle ich immer wieder fest, wie meine Bilder, ich erinnere mich, in der FAZ war mal ein wunderbares Bild von mir, Pergamon-Altar, riesig groß, da sitzt eine kleine Frau.
und die Frau hat ein Kopftuch und das ist einfach nur ein Größenverhältnis. Und die FAZ titelt Europa und die Kopftuchdebatte. Und die Frau wurde riesig und hat sich natürlich bei mir beschwert, weil sie war keine, also sie hatte mit den Muslimen, die hatte ein Kopftuch, weil es kalt war. Ich meine nur, es ist, als Fotograf steht man immer mit dem Rücken an der Wand, und gerade was Politik betrifft, weil natürlich die Politiker wollen ja auch was vermitteln und die benutzen uns zu Recht, weil sie was erzählen wollen. Wir sind ja ein Medium. Medium heißt im Idealfall, dass man sich ein Bild macht und das transportiert. Das ist nicht, also die Bilder, die ich zeige, sind nicht unbedingt meine Meinung, sondern es ist das, was ich vor Ort spüre. Kann man das so erzählen? Ja, wie würdest du also das beschreiben? Ich urteile, ich bin kein Richter und kein Polizist. Völlig richtig. Sondern aber, ich bin Beobachter. Und ja, selbst jemand, den ich physisch nicht leiden kann, aber der sozusagen in der Sache gerecht ist, den kann ich jetzt nicht irgendwie bloß, weil ich ihn doof finde, weil mir die Tür nicht auffällt oder so, irgendwie ständig nur noch doof fotografiere. Also versteht ihr, was ich meine? Ich muss auf eine gewisse Art und Weise mich immer wieder auf eine professionelle Neutralität zurückziehen und versuchen, eine Haltung zu bewahren. Ich wollte gerade sagen, man muss als Fotograf wissen, einen Standpunkt vertreten. Und wie, also ich kann nur sozusagen die Dinge beobachten und wiedergeben. Also erstmal muss man es sehen und man muss ein Stück weit sich rausnehmen. Das habe ich ganz schnell gelernt bei der Studentenbewegung. Ich war am Anfang sehr auch involviert und hinterher habe ich auf den Film geguckt und habe keine Bilder davon gefunden, wo ich eigentlich dachte, das habe ich fotografiert. Also habe ich für mich gelernt, ich muss, wenn ich gut arbeite, ein Stück rausnehmen. Ich muss aber schon meinen Standpunkt vertreten. Und das ist auch etwas, das hat mir Ellen Auerbach, meine alte Freundin, wunderbare Fotografin, gesagt, in jedem Foto, und das denke ich, ist auch ein Stück in den politischen Bildern drin, ist von einem selber etwas vorhanden. Jeder, und das ist auch der Punkt, dass bei 1000 oder sagen wir mal 100 oder 500 Fotografen, die wir alle hinterm Strick stehen, doch bei jedem ein anderes Bild bei rauskommt, obwohl wir alle dieselbe Situation haben. Und da hängt es davon ab, der eine sieht das, der andere sieht das, der eine findet das wichtig, der andere findet das wichtig. Und da, finde ich, entwickelt sich schon ein Bild, wo nicht jeder halt dasselbe sieht vielleicht oder was selbes macht. Und ich habe immer für mich auch entschieden, dass ich mich raushalte aus der Politik, dass ich mich nie angeschambriert habe mit den Politikern oder gebeten habe oder irgendwas. Das war natürlich auch für mich relativ leicht gewesen, weil ich mir eigentlich so paar Sachen halt aussuchen konnte, wo ich dachte, das ist wichtig, da will ich hin, das will ich machen. Andere Sachen musste ich nicht machen. Und ich musste nie sozusagen mit einem Interview oder so dabei sein, sondern ich habe dann versucht, alleine dahin zu gehen. Und man hat mich mal gebeten, den Kohl zum 65. Geburtstag zu fotografieren. Ich glaube, das Bild ist irgendwo auch dabei. Da habe ich gesagt, ich mache das nur, wenn die Zeitung es ermöglicht, dass ich in die, also dass sie es schaffen, dass ich in die kleine Lage, die jeden Morgen hat er sich um 9 Uhr mit den engsten Mitarbeitern getroffen in seinem Büro in Bonn, wenn ich da dabei sein kann. Weil ich gemerkt habe, wenn ich Politiker wir durften immer einen Tag, bevor er zum Kanzler gewählt wurde, entweder Schmidt oder Kohl oder Brandt, ihn porträtieren. Das war so ein Privileg für die FAZ. Und ich habe den Kohl damals fotografiert und er war stinklangweilig. Es war ein, die Freunde haben gesagt, wie schlecht haben sie den fotografiert, und die Gegner haben gesagt, du hast ja ein irres Bild aus ihm. Da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also da ist mir es nicht gelungen, sozusagen ein Stück von ihm da in das Bild zu kriegen. Und während er arbeitete bei seiner, wo er dann da wirklich real was gemacht hat und mit den Leuten gesprochen hat, da ist es mir dann geglückt. Wobei natürlich, Sie haben sich ferngehalten von dem Politiker Klüngel, aber Sie haben sich nicht ferngehalten von politischer Haltung und Statement. Denn Ihre Bilder sind natürlich Statements für eine politische Richtung. Ja, natürlich, das habe ich ja gesagt. Ich habe einen Standpunkt, ich vertrete einen Standpunkt und den versuche ich dann umzusetzen und auch natürlich in die Zeitung zu bringen.
der Standpunkt und die Haltung vielleicht an euch beide nochmal die Frage, Jörg Bullmann. Ja, also ich denke, dass es, wie ich gerade klar gemacht habe, und dass der auch wichtig ist und dass er auch wichtig ist, in die Fotografie reinzukommen. Und ich sehe den beim Michael genauso. Also der Unterschied zwischen dem Bild von Stoiber und dem Reh, der ist jetzt nicht so riesig zu meinen, muss man auch sagen. Mhm. Also klar, das ist aber generell... das ist aber ja generell in der Fotografie so, zumindest so, wie ich sie verstehe. Das ist also... Ein Bild hat nur dann was zu sagen, wenn der Mensch dahinter auch einen Standpunkt hat und auch selber was zu sagen hat. Ein kleines Kapitel, was wir auch noch aufschlagen sollten, das Stichwort ist eben schon gefallen, wodurch ändert sich die Bildsprache? Stichwort Digitalisierung ist genannt worden. Wodurch ändert sie sich? Also auch mal, um nicht nur bei den Inhalten zu bleiben. Maurice? Also ich finde... Ich meine, Martin Paar hat auf Film gearbeitet und ist Angela nicht so... Angela Neuke hat also Ende der 80er so mehr oder weniger fotografiert wie ich. Was, also was ich finde, was sich durch Digitalisierung verändert hat, ist, der Fotograf einsamer ist. Das heißt, ich habe keine Redaktion mehr. Du bist damals in eine Redaktion gegangen, hast einen Redakteur und ihr habt das durchgesprochen, welches Bild macht Sinn. Ich schicke meine Bilder in eine Blackbox und dann tauchen Bilder im Kontext auf, die außerhalb meiner Kontrolle ist. Und zum Teil das Gegenteil von meiner Haltung. Das heißt, ich muss immer mehr Kontrolle ausüben, in der Konsequenz schicke ich in Redaktion immer weniger Bilder. Oder ich fahre mit den Bildern nach Hamburg, also meistens deutsche Politikspiel wird ja dann in Hamburg verlegt. Das heißt, es ist schon ein Konflikt und es gibt auch einen Satz in Hamburg von Bildredakteuren, die sagen, Fotografen werden wir in Zukunft nicht mehr brauchen, weil alle Bilder sind schon da, man muss sie nur finden. Und da sage ich, hallo Leute, alle Bilder, die wir brauchen, werden erst noch entstehen und die entstehen in Zusammenarbeit mit den Leuten, die Texte schreiben, weil die Bilder müssen zum Text passen. Das sind zwei grundsätzliche Auffassungen. Da verändert sich gerade was. Es ist fast eine Machtfrage geworden, streckenweise. Wessen Haltung kommt dann in die Zeitung? Und es gibt genug Leute, die sagen, Fotografen sind Dienstleister und haben keine Haltung zu haben, weil das kostet uns Geld. Und dann fängt das an, und da finde ich, ist durchaus eine längere Diskussion notwendig, um einfach mal zu definieren, was heißt es denn heute, Fotograf zu sein? Ist es noch der gleiche Job, den du damals gemacht hast? Ich behaupte nein. Ich würde dem zustimmen, ja, das stimmt. Wir machen einen anderen Job geworden. Und ich glaube, dass viele Fotografen, die in dem Umfeld arbeiten, sich dessen noch gar nicht bewusst sind, dass sie eigentlich dabei sein müssen, ihren Beruf neu zu definieren. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn ich eine Rechnung mit einer Summe X schreibe, sagt mir der Auftraggeber, viel zu teuer. So ein iPhone macht auch gute Bilder, das kann nicht so teuer sein. Wenn ich einen Großteil der Summe dann als Konzeption und Gestaltung aufschreibe fürs Denken, plötzlich kriege ich es bezahlt. Also verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, das, was wir für selbstverständlich halten, dass ein Fotograf denken kann, muss ich in meiner Rechnung extra aufschlüsseln, damit es bei den Controllern durchgeht. Da verändert sich was und das finde ich ziemlich spannend, dass man in Deutschland auch als Fotograf fürs Denken bezahlt werden kann. Ja, das kann man ja nur begrüßen. Aber Michael Trippel, für den Stern gearbeitet. Dann, wie ist es dazu gekommen und dann aufgehört beim Stern, warum? Also dazu gekommen ist es, dass der Stern nicht wollte, dass ich beim Spiegel arbeite, dann haben die mich... War er ja schon, ne? Da waren wir beide ja da und dann haben die mich da abgeworben. Das wurde aber tatsächlich so, dass wir uns sozusagen entfremdet haben. Also das war, ich habe das von 2008 bis 2013 gearbeitet und es war wirklich diese Zeit, wo sich die ganze Bildsprache geändert hat, also wo wirklich viel mehr Inszenierungen gemacht worden sind, wo klar war, Sarah Wagenknecht muss mit roten Nelken auf dem Gelände des ehemaligen Palastes der Republik fotografiert werden oder nicht, und dann habe ich gesagt, eben dann nicht, ne? Klar, und das hat sich immer mehr verändert, es wird immer mehr inszeniert, die Fotografen hatten dann plötzlich Digi-Assis und Licht-Assis und ich mag das sozusagen nicht, ich bin auch auf mit anderen Voraussetzungen da angefangen, nämlich einfach als Beobachter. Und die Reportagen, die ich so ansatzweise gezeigt habe, die habe ich einfach immer noch geguckt. Ich mag das einfach zu gucken. Und plötzlich wurde aber alles sozusagen kontrolliert. Es war einfach, das ist einfach sozusagen, und ich glaube, das hat sich verändert, das war eine große Kontrolle. Kontrolle ist einfach wichtig, weil für die Redaktion wissen sie dann, was rauskommt und es ist billiger, weil es einfach schneller geht. Und da war ich einfach der falsche Mann. Und dann haben wir das sozusagen 2013 in gegenseitigem Einvernehmen. Naja, was mir auffällt, also das jetzt nicht nur in dem Bereich, sondern wir erleben das ja auch in Museen und anderen, es gibt so einen Hang zum Event und dazu gehört natürlich auch das Bild
Und ich versuche mich auch immer dagegen zu stemmen, auch glaube ich mit ganz gutem Erfolg, aber es ist natürlich, Umsätze müssen generiert werden, es müssen Besucherzahlen spielen eine Rolle, es ist ja also ganz ähnlich wie auch bei der Fotografie, ne, und bei den Zeitschriften und Zeitungen. Ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht auch, dass eben die auch nicht mehr auf ihren Bauch hören, also in dem neuen Spiegel, da ist ein guter Text über den Schulz, wo man sieht, wie eigentlich alle Leute auf den Schulz einreden, damit sie denken, und alle haben eigentlich aber Angst. Der Schulz war eigentlich lange Zeit offensichtlich der Einzige, der keine Angst hatte. Und genauso ist es in Redaktionen heute. Also beim Stern kann ich sagen, da war das schon ein Stück weit so, dass die Leser immer weniger Leser gab, immer weniger Kopien wurden verkauft. Und dann haben sie sich natürlich panisch überlegt, haben die Leser interviewt, was wollt ihr, was braucht ihr, und haben gar nicht mehr ihrem Bauchgefühl vertraut, was wollen wir eigentlich für ein Blatt machen. Und da ging das langsam, glaube ich, in die Brüche. Und das ist meiner Meinung nach bis heute so. Das ist viel zu sehr. Ich denke, das hat auch so, das kommt ja auch vom Fernsehen, da spielen dann die Quoten eine Rolle und damit geht das Niveau natürlich immer, immer niedriger. Und weil, wenn man sich danach richten will, was die Zuschauer sehen wollen oder was die Zeitungsleute lesen wollen, das finde ich auch, das ist der Niedergang. Also wenn man sich danach richtet, wird es immer weniger an Qualität. Ja, wenn alle dem zustimmen, dann sind wir hier, glaube ich, alle einer Meinung. Die sind wir nicht. Dann müssen wir gleich das Publikum mal dazu fragen. Ich denke auch, dass wir mal eine kleine Runde machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Es sollte ja aus 3 Blöcken bestehen, dass wir hier miteinander diskutieren und mal die Arbeiten auch vorstellen, dass wir die Personen hier auf dem Podium vorstellen, aber es sollte natürlich auch noch Raum bleiben für Fragen und natürlich für Antworten aus dem Publikum. Gut, dann kann man da Licht machen oder wie läuft das jetzt? Ja, sehr schön. Also wir haben hier ein Mikro und wenn es Fragen gibt, dann gerne. Ich sehe ein bisschen schlecht, wer sich meldet. Hallo, ich bin Christian Plambeck. Ich habe eine Frage an euch, und zwar fehlt mir so ein bisschen, war nur ganz kurz angesprochen, das Thema AfD. Also in diesem Wahlkampf und überhaupt ist das ja schon relativ wichtig, und im Zusammenhang mit der Thematik, die ihr ansprecht, finde ich das auch relativ wichtig. Habt ihr da irgendwas zu sagen? Irgendwie, du hattest das kurz angesprochen. Irgendwie. So, wollen wir den Film kurz zeigen? Bietet sich ja jetzt quasi an. Also das ist ein Teil dieser, ich habe gerade erzählt, dass ich diese 16 Tage durch Deutschland gefahren bin, und das war für Arte, und es sind immer so Fotofilme entstanden für die Webseite von Arte, und das ist die vorletzte Episode, also es ist jetzt gerade 2 Wochen her, Wahlkampfabschluss AfD Sachsen-Anhalt. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor einem Jahr. Aus dem Stand wurde die AfD mit 24,3% hinter der CDU zur zweitstärksten Kraft im Magdeburger Landtag. Prognosen zufolge könnte sie bei der Bundestagswahl ein zweistelliges Ergebnis einfahren. Wir machen unseren letzten Zwischenstopp in Magdeburg und stehen in einer gut gefüllten Halle beim AfD-Wahlkampfabschluss. Man hat uns freundlich empfangen. Im Saal sehen wir viele Männer. Die eine Hälfte ist Ü60, die anderen könnten ihre erwachsenen Söhne sein. Die Frauen, die mitgekommen sind, trinken Saft, ihre Männer Bier. Im Saal muss niemand überzeugt werden, AfD zu wählen. Es geht in den Reden um Angst, Patrioten, Integration, Stolz, die Lügenpresse, die Raute des Grauens und darum, Deutschland von denen da oben in Berlin zurückzuholen.
Wir gegen die ist das Motto. Merkel raus, skandieren ein paar an den Tischen. Und das wieder zum Vorschein bringen, was Deutschland immer war. Sozial, mutig und deutsch. Die Sprache auf der Bühne wird bissiger, der Ton ist zynisch. Glauben wir dem, was wir hören, ist Deutschland am Ende. Dann erheben sich alle und singen die Nationalhymne. Vor der Location protestiert niemand. Uns überrascht das, denn in den vergangenen Tagen wurde Hartmut Sichler, der Besitzer vom Halber 85, massiv angegangen, weil er seine Räumlichkeit an die AfD vermietet. Auf Geld sei er nicht angewiesen, dem Geschäftsmann geht es finanziell gut, der Laden ist eine Art Hobby. Der Gegenwind scheint Sichler zu gefallen. Er erzählt uns von seiner Zeit als AStA-Sprecher Anfang der 70er in Marburg. Seine Mitgliedschaft in der DKP sorgte für ein Berufsverbot. Je länger wir mit dem 65-Jährigen reden, umso deutlicher wird sein Verlangen nach Debatten. Er wünscht sich, dass Sprache in Deutschland endlich wieder für den politischen Diskurs Verwendung findet. Neben der AfD vermietet er das Halber 85 an die SPD, FDP und andere. Aber wählen Sie die AfD? Fragen wir direkt. Herr Sichler lacht. Ich wähle die Linkspartei, weil ich möchte, dass Sarah Wagenknecht die Oppositionsführerin im nächsten Deutschen Bundestag wird. Wir fahren auf der A2 zurück nach Berlin. Am Sonntag wird gewählt. Ja, also vielleicht dann jetzt zu der Frage zu kommen. Wir haben davor tatsächlich eine halbe Stunde da rumgelungert und waren uns ziemlich unsicher, ob wir jetzt reinkommen oder nicht. Also man hat sozusagen von vornherein die Erwartung, dass die so pressefeindlich sind, dass man da gar nicht rankommt. Dann war das aber komplett problemlos, ehrlich gesagt. Die waren total nett. Kurz mit denen gesprochen, was ich machen kann und was nicht. Und das eine Bild, das ich von oben gemacht habe, war das einzige. Da kam dann auch jemand und meinte, bitte nicht von da oben fotografieren. Die Leute wollen eventuell nicht, dass sie gesehen werden. Irgendwann war dann der Augenblick auch dort, dass es geöffnet wurde, eine Fragerunde dort stattgefunden hat. Und ich stand an der Seite von dem Podium und jemand stellte die Frage, er wäre jetzt auch bei Magida, also beim Magdeburger Ableger von Pegida, und er würde ständig fotografiert werden und das wäre ja wohl nicht in Ordnung, ob man da nichts gegen machen könnte. Und der ganze Saal guckte zu mir. So, ich war der einzige Fotograf neben einem anderen Typen. Ich habe mich dann relativ demonstrativ direkt daneben gestellt und habe dann auch ins Publikum reingeguckt. Und das Interessante war dann, also eigentlich zwei Reaktionen von den Leuten auf dem Podium, die dann gefragt wurden. Da war unter anderem auch der Poggenburg dabei, der Sozio vom Höcke, der meinte so, ja, das, damit werden sie leben müssen, weil das eine öffentliche Demonstration ist, dort dürfen sie fotografiert werden. Und dann war der Nächste, der was dann darauf geantwortet hat, war der Vize-Fraktionsvorsitzende im Brandenburger Landtag, also quasi der Gauland-Vize, der meinte, sie müssen auch, es wird jetzt langsam Zeit, dass wir öffentlich rausgehen und für unsere Meinung einstehen und unsere Gesichter auch klar zeigen. Also da, auch da ist sozusagen der nächste Tabubruch. Ich stand die ganze Zeit daneben, wurde von diesen Leuten angeschaut und es war wirklich so ein Augenblick, wo ich kurz davor war, auch hinzugehen und zu sagen, so, also das ist meine Position, das wäre dann jetzt natürlich vollkommen falsch gewesen. Aber dann braucht es eine Auseinandersetzung und dem müssen wir uns stellen. Und es ist verdammt schwierig, also ich war auch mal bei Pegida, also die Anfeindungen, die man da bekommt, nur weil man eine Kamera um den Hals hat, die sind immens. Und da irgendwie einen Zugang fotografisch als auch persönlich zu finden, finde ich als extrem schwierig. Aber ja, also wir müssen uns dem stellen, auf jeden Fall. Ja, geht mir genauso. Also um darauf zu antworten, ich finde schon, dass wir Journalisten, und ich sage jetzt nicht Künstler oder sonst was, wir Journalisten wirklich sozusagen das Beste, was wir können, da irgendwie reingeben müssen, um wirklich zu zeigen,
dass die sehr gefährlich sind. Und das ist meine Meinung. Und ich hatte jetzt wirklich nur einen Auftrag während des Wahlkampfs, die zu fotografieren. Und das ist wirklich wahnsinnig schwer, also das zu machen. Und ich habe alles versucht, Kopf abschneiden, nur böse Nickelbrille und den ganzen Scheiß, alles eben. Einfach um zu gucken, wie kann ich das zeigen, dass das jetzt irgendwie echt schwierige Positionen sind, die vertreten. Und ich glaube, daran ist wichtig, sich wirklich abzuarbeiten. Das ist, mehr kann ich nicht sagen, aber das ist wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema, meiner Meinung nach. Da, mir fällt dabei ein, dass eigentlich das einzige Bild, was ich gemacht habe, was politisch eine Wirkung hatte, ein Bild war von NPD-Schlägern. Und das war 1969, da sind die zum ersten Mal in Frankfurt mit dem Saalschutz aufgetreten. Ich habe damals noch Klischees gemacht und konnte also immer nur weg, wenn ich meine Arbeit sozusagen bei der Zeitung beendet hatte, kam nach einer enormen Attacke von den NPD-Schlägern gegen linke Demonstranten dann in den Kantatesaal dazu. Und da standen so drei Typen in der Ecke und grinsten immer mal so rüber und ich stand da alleine, also da war der Raum war eigentlich fast leer und habe dann drauf gedrückt, als der sich so umdrehte und guckte. Und das Bild ist ziemlich harmlos. Die FAZ hat es veröffentlicht, ich habe damals ja noch keinen Vertrag gehabt, der Spiegel hat es gesehen, hat es nachveröffentlicht. Und dann hat es die europäische Presse dadurch gekriegt, also weil das war die Verbreitung. Also es war Doppelseite im Parimatch, es war im Observer, es war im europäischen Raum veröffentlicht worden. Und dann hat Tatten in einer Rede, der damals der Parteiführer war, gesagt, diese Bilder hätten, und sie haben die 5%, es ging darum, ob sie die 5%-Hürde schaffen, um in den Bundestag zu kommen. Und sie haben es nicht geschafft. Und er hat gesagt, dieses Bild hätte ihn enorm geschadet. Und es war der Außenminister Scheel, der vom Herrn Carré, den sie ja ermordet haben, und man weiß heute noch nicht, wer ihn ermordet hat, der hat von Carré gesagt bekommen, dass das Bild von mir war. Und da hat der Scheel gesagt, sie haben mehr erreicht als alle Parteien. Also, und das war wirklich das Einzige, weil ja oft auch gefragt wird, Kriegsberichterstatter und was gibt es für unglaubliche Bilder, dass, ob die was bewirken, ob es weniger Kriege dadurch gibt. Ich habe den Eindruck, es ist ganz selten die Möglichkeit, mit Bildern etwas zu bewirken. Vielleicht im Kleinen, aber im Weltgeschehen, glaube ich, hilft das alles nichts. Es läuft immer wieder dasselbe ab, es ist grauenhaft. Ja, ich habe jetzt keine Bilder davon. Ich war ein, zweimal auf solche, ich glaube in Berlin heißt sie Bergi da oder so, bin da rumgelaufen, dann kam die mal an, Lügenpresse. Ne, mit der Kamera fällt mir ja auf, dann habe ich gesagt, das ist viel schlimmer, ich bin Mossad-Agent. Und dann fingen die an, mit mir zu reden. Und dann waren das zum Teil echt traurige Geschichten. Also ich meine, es gibt verschiedene Möglichkeiten, da umzugehen, aber für mich ist, also gerade die Leute, die bei diesen Demonstrationen mitlaufen, das sind für mich sozial, also da brauchen Therapeuten. Ich hatte therapeutische Sitzungen mit diesen Leuten, weil ich scheinbar der erste Mensch war, der diesen Scheiß sich angehört hat von denen. Die haben sich richtig befreit. Ich habe so viel traurige, vereinsamte Menschen dort gesehen, irgendwie, die sich dann plötzlich um so eine Idee drumherum versammeln, weil ihnen sonst keiner zuhört. Also ich habe da so ein ambivalentes Verhältnis. Also Die Leute sind ja nicht das Problem. Die Leute, die oben auf der Bühne stehen, sind Jörg, das Problem, die war, denen auch zuhören. Jörg, ich war noch nicht zu Ende. Ich wollte nur sagen, die Partei, ja, und die AfD und all das, was dahinter ist, ich wollte nur den präzisen Blick mir erlauben, zu sagen, da muss man sehr genau hinschauen, weil die Leute, die da unten rumlaufen und die auf der Bühne stehen, würde ich schon sehr fein unterscheiden. Da gebe ich dir absolut recht, ja. Da ist eine Gefahr und die nutzen ein Potenzial. Aber ich wollte einfach nur erzählen, als ich das erste Mal auf so eine Demo gegangen bin, was für eine seltsame Begegnung das zum Teil mit den Leuten waren, wenn ich denen erzählt habe, ich bin Mossad-Agent. Aber du bist ja Fotograf, also was machst du dann? Ich habe erst, weil ich das nicht kannte und das überhaupt nicht nach Front National klang, ich kenne die Leute, die Rechtsextremen in Frankreich, das waren andere hier. Das hat mich erstmal neu, das heißt, bevor ich fotografiert habe, habe ich erstmal da geschaut, was sind das denn für Vögel, die da rumlaufen. Die sind ja ganz anders, als das sind nicht die Nazis, die ich noch aus den 90ern kenne. Das sind aber auch nicht die Typen in Frankreich, die Front National-Typen, die wirklich zum Teil extreme Rassisten sind
und auch aggressiv. Es war ein anderer Typ Mensch, der mir da entgegenüberstand. Das kann ich nochmal. Und das hat mich interessiert, unabhängig von Politik. Es war einfach soziologisch total spannend, diese Leute zu sehen und auch zu beobachten. So feine Damen, ganz elegant angezogen, so sitzen da ganz traurig mit einer Kerze. Das heißt, da fängst du dann an, da versuchst du zu verstehen, nicht zu verstehen, was sie politisch wollen, sondern was ist das für ein Prozess, der da gerade abläuft. Ja, umso schwieriger ist ja praktisch eine Bildsprache für zu finden. Also deswegen das ist ja ganz wichtig, zu gucken, wo ist es eigentlich, unsere ganzen alten Schemata, jetzt fotografiere ich aber den bösen Nazi von unten, dann ist er böse, das funktioniert ja alles nicht mehr, das hat ja nie funktioniert. Und deswegen finde ich wahnsinnig spannend, wie kann man das knacken irgendwie. Und ich bin mir nicht sicher, ob es mit diesem harten Blitz ist. Weißt du? Ich glaube, dass das so... Ich sage auch nicht, dass das die Lösung ist. Na, die Lösung muss ja auf jeden Fall sein, dass wir uns dem Thema stellen. Wir können nicht einfach drüber weggehen, und das machen wir mit unseren Möglichkeiten und das macht ihr mit euren Möglichkeiten. Insofern bin ich auch nicht ganz sicher, ob es stimmt, dass klar, wiederholen sich immer Dinge, aber ich habe schon die Hoffnung, dass Bilder auch was bewirken können, dass ich glaube, da gibt es, das erste Bild von Ihnen haben wir gesehen, das hat auch viel bewirkt, weil es menschlich ist, weil es auch ein Statement ist. Vielleicht ist es auch unterschwellig, was Bilder bewirken können, und trotzdem haben sie eine Wirkung. Und ich denke, das ist auch noch ein ganz anderes Kapitel, was heute Abend ja keine Rolle spielt, Bilder lesen zu können, zu verstehen, nachvollziehen zu können. Wir haben ja in den Museen auch das Problem, dass viele Akteure aus der Frühzeit der Bundesrepublik gar nicht mehr gekannt werden. Insofern muss man auch mit den Fotos natürlich anders agieren. Heute ist es so, dass bei der AfD oder anderen, ich war am 3. Oktober letzten Jahres in Dresden, ich habe sowas noch nie erlebt. Also ich habe schon viel erlebt, glaube ich, aber die Art und Weise, dass Menschen am Kirchgang gehindert werden und Botschafter aus Afrika mit Affenlauten und mit allem Möglichen beschimpft werden, da waren richtige Spießrutenlaufen. Das ist etwas, wo unser Rechtsstaat auch, also wenn Sie danach fragen, wie agieren wir fotografisch, da habe ich natürlich keine Antwort, aber wie agieren wir inhaltlich, da muss man einfach dagegenhalten. Unser Rechtsstaat hätte längst da eingreifen müssen, weil sowas darf man einfach nicht zulassen. Aber es ist ein anderes Kapitel. So, das war jetzt aber nur eine Frage, die aus dem Publikum gestellt wird. Wenn wir bei den anderen Fragen auch so lange brauchen, dann haben wir einen schönen Abend vor uns. Aber ich würde gerne, dass Sie Fragen stellen, und kann aber von hier aus auch nicht so richtig erkennen. Sind noch Fragen? Ganz hinten rechts. Ja, guten Abend, mein Name ist Markus Hartmann und mich würde mal interessieren, wie Sie oder ihr auf die Herausforderungen der ständigen Präsenz von Mobiltelefonie-Fotografie reagiert, weil oft kommen ja Leute, die offiziell nicht als Fotograf dabei sind, womöglich an die besseren Bilder ran, weil sie gar nicht erkannt werden oder nicht offiziell präsent sind. Und diese Bilder kommen ja auch zunehmend in die Medien in letzter Zeit. Ich finde es klasse. Also, wenn die näher dran sind und das bessere Bild machen, ist doch super. Also mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Das stört oft natürlich, aber am Ende ist es ein demokratischer Prozess. Ich finde es gut. Ich meine, wir müssen damit rechnen, es werden immer mehr Menschen und immer mehr Menschen, weil wir immer mehr Smartphones. Also deswegen, ich habe vorhin zwei Sachen gesagt, es gibt wie gesagt die These von den Bildakteuren, wir brauchen die Fotografen nicht mehr, die Bilder sind schon da, wir müssen sie nur finden, also damit sind diese Smartphone-Bilder auch mit eingepreist, und deswegen kann die Reaktion, sagen wir, von einem Autor nur sein, irgendwie mit einer klugen Antwort zu kommen. Also deswegen wünsche ich mir, dass Fotografen anfangen, über ihren eigenen Beruf nachzudenken, was heißt das denn, Fotograf zu sein? Bin ich nur noch dabei, Bilder zu machen, oder beziehe ich Positionen, wie Jörg sie hat, über die man sich streiten kann und so weiter, wo man Autor wird, weil die Bilder, die Jörg macht, sind mit dem Smartphone nur schwer denkbar. Das Wissen um das Bild, das Auswählen der Bilder und Bilder sozusagen auch
zu editieren im Sinne, dass sie lesbar werden, das werden die Menschen, die mit den Smartphones arbeiten, das können die alle nicht, sondern die können einfach schnell ein Dokument liefern. Aber das ist noch nicht ein lesbares Bild, deswegen mache ich mir da wirklich nicht viel Sorgen. Es wird eine Flut geben, aber die wird unübersichtlich. Aber es ist keine Sprachfähigkeit, ich bin kein Literat, wenn ich schreiben kann. Verstehen Sie, was ich meine? Also ich bin da eigentlich eher zuversichtlich, wenn wir jetzt keine großen Fehler machen als Fotografen. Also ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich nicht mehr aktiv bin im Journalismus, weil ich wirklich das Gefühl habe, es ist eine Überflutung der Bilder und das kommt natürlich durch das Handy. Alle diese Bilder, die ich auf der Straße gemacht habe, die eigentlich das größte Oeuvre sind von dem, was ich beruflich gemacht habe, wenn ich unterwegs war. Situationen festzuhalten, die was erzählen über das Land oder über die Menschen. Das geht, so wie ich das manchmal noch erlebe, geht eigentlich gar nicht mehr, weil die Leute sehr dezidiert auf das Recht am eigenen Bild haben. Und da können und ihnen sofort sagen, das müssen sie löschen. Ich sage dann immer, ich kann nichts löschen, ich habe einen Film drin. Aber die Empfindlichkeiten von den Menschen, die man fotografiert, was früher jeder hat, also ich habe es meistens sehr schnell gemacht und manchmal mit einem Lächeln abgefangen, aber ich habe nie vorher gefragt, darf ich sie fotografieren, weil dann die Situation ganz anders gewesen wäre und das, was mich gereizt hätte, wäre weg gewesen. Man kann das, dann wäre es ein gestelltes Bild geworden. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, der zu unserem Beruf oder für unseren Beruf ungemein schwer geworden ist. Und gleichzeitig machen alle Leute lauter Bilder. Tausende von Sachen, die fotografieren Dinge, die ich mich manchmal nicht getrauen würde zu machen. Und sie stellen sie noch ins Netz. Aber wenn sie direkt betroffen sind, sind sie auf einmal enorm empfindlich. Also da ist eine unglaublich große Diskrepanz. Naja, es gibt natürlich auch noch einen Punkt, den wir heute auch nicht mehr, glaube ich, aus zeitlichen Gründen behandeln können. Das ist, wie ist eigentlich das Bildgedächtnis einer Gesellschaft? Woraus setzt sich das zusammen? Also gerade auch in Bezug darauf, dass es natürlich immer mehr Bilder gibt, immer mehr Bilder auch produziert werden, Zeitungen wie die Bild-Zeitung auch ihre Leserschaft anhält, Bilder zu machen. Klar, das kann ein demokratischer Prozess sein. Nur gibt es natürlich auch den Satz von Bill Gates, wer die Bilder beherrscht, beherrscht die Köpfe der Menschen und man sucht sich natürlich seinen Bilderhaushalt auch zusammen, den man braucht. Und ich glaube nicht, dass die Fotografen die Macht haben, die Bilder sowieso nicht. Die sind gut oder schlecht. Aber die Bilder haben, weil sie auch das Thema Rechte angesprochen haben gerade, ne? Die haben natürlich auch einen wahnsinnigen Zugriff irgendwann mal. Und das wäre meine Frage, sehen Sie das als Problem, als Gefahr, oder ist es Ihnen wurscht? Das betrifft, glaube ich, mehr euch. Also ich sehe es als Gefahr, aber mich betrifft es nicht mehr. Wir hatten ja schon mal eine eigene Podiumsdiskussion zu dem Thema, wegen des Falls von Essen Eishöfer auch. Da kam dann irgendwann die These, wenn das mit den Persönlichkeitsrechten so weitergeht, dann ist das Bildgedächtnis, das wir von unserer Zeit haben, dann die Selfies auf Instagram. Was wahrscheinlich auch für unsere Zeit sprechen würde, was dann aber wahrscheinlich relativ schade wäre, zumindest von einem kulturell-ästhetischen Blickpunkt her. Mir ist gerade nur die Idee gekommen, dass es deswegen unter anderem auch so angenehm war, auf diesen Parteitagen zu fotografieren, weil ich ausnahmsweise mal niemanden fragen musste, ob ich ein Foto machen darf. Weil man da wirklich einfach, wirklich frei rumrennen konnte und jeden fotografieren konnte und eben diese Momente, die einen reizen, dann auch so einfangen und das geht in den Straßen einfach tatsächlich nicht mehr. Also das war wirklich, ist mir als angenehm aufgefallen. Also ich glaube, dass auf dem Rücken der Fotografie oder dem Konzept Fotografie ein gesellschaftlicher Diskurs ausgeführt wird, der mit der Fotografie gar nicht so viel zu tun hat. Wie viel Verantwortung trage ich mich für mich selber, wenn ich in den öffentlichen Raum gehe? Also, wenn ich nackt auf die Straße gehe, ist derjenige, der mich fotografiert, haftbar zu machen oder ich, der nackt auf die Straße geht? Wenn ich mich mit meiner Liebhaberin erwischen lasse, auf einem Foto irgendwo, ist der Fotograf der Schuldige, dass er kommuniziert, dass ich da bin oder bin ich der Idiot, der sich mit der Liebhaberin erwischen lässt? Es geht für mich eigentlich sozusagen,
die Diskussion für mich ist, was ist der öffentliche Raum? Das ist ja der Frage, ob Sie unter dem Bett liegen. Genau. Das heißt, für mich ist die Frage, wie viel Verantwortung habe ich noch, also wie viel Verantwortung gebe ich ab? Es gab ja einen Gesetzesvorschlag von Heiko Maas, dass alleine, dass ich das Bild im Kasten habe von jemandem, der nicht damit einverstanden ist, dass das schon eine Straftat sein könnte. Das war kurz in Diskussion. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wenn dieses Gesetz durchgegangen wäre, wäre man am besten nicht mehr als Fotograf auf die Straße gegangen, weil man hätte immer irgendwas machen können, wo jemand sagt, das ist eine strafbare Handlung. Das heißt, für mich ist Fotografie so eine Form von Lackmuspapier über den Zustand einer Gesellschaft. Also man hat immer so ein paar Parameter. Frauen, Kinder, Alte, Pressefreiheit, das sind so, kann man einen Status von einer Gesellschaft definieren. Und ich merke, dass zunehmend Fotografie unter Irrsinnsdruck gerät, und zwar, weil es um andere Dinge geht als um das Bild. Und das übersprengt aber jetzt ein bisschen den Rahmen unserer Diskussion. Aber deswegen bin ich voller Hoffnung, dass wir irgendwann Lösungen finden werden, dass man eben Fotografie, die eine europäische Erfindung ist, und die Straßenfotografie, was sehr europäisch ist, ist, dass wir das auch verteidigen können gegen alle möglichen, weil es geht ja um den Hoheitskampf, wem gehört der öffentliche Raum? Google hat ja ein Stück schon erobert, ja, und andere Firmen. Fragen? Raum, der durchsetzt ist mit Videos, mit Überwachungsvideos, von Dussmann angefangen, die ganze Friedrichstraße ist mit Videos durchgesetzt. Worin unterscheiden sich diese Aufnahmen, der Videoaufnahmen zur Überwachung eines Bürgers im öffentlichen Raum, was wir ja so hinnehmen, mit den Kunstfotografien, die ihr macht? Und die Frage, die vorhin gestellt worden ist, wie man es beschränken kann, also die Kontrolle über die Bilder zurückgewinnen kann, nämlich ihr, die ja die Kunstfotografien macht, ist bis jetzt nicht beantwortet worden. Und ich denke, da gibt es aber Antworten und jetzt scheut euch, das zu beantworten. Und ich freue mich auf den nächsten Abend, wenn ihr dann mehr dazu wisst. Kann da jemand antworten? Ja, ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz kapiert. Also, wir machen ja in dem Sinn, also zumindest habe ich nie gesagt, dass ich Kunst mache, sondern ich war eine Fotojournalistin. Und wenn wir nicht mehr die Möglichkeit haben, auf der Straße Szenen, die wir vielleicht für die mich berühren oder nicht berühren oder wo ich was zeigen will, was passiert, wie die Menschen miteinander umgehen, oder wenn man das nicht mehr machen kann, dann finde ich, ich will sie zumindest für mich machen. Wenn derjenige dann sagt, ich möchte aber nicht, dass es veröffentlicht wird, dann muss ich ihm zugestehen und sagen, okay, dann ist es bei mir und ich kann es eben nicht in eine Zeitung bringen, ich kann es nicht veröffentlichen. Das ist, wenn man es als Beruf hat, natürlich ein hartes Ding. Also ich habe ja unglaublich viel fotografiert, aber es war immer mal Momente dabei, wo die Leute sagten, will ich nicht, habe ich gesagt, okay. Und wenn sie dann sagt, holen Sie einen Film raus, habe ich gesagt, nein, das geht zu weit, das geht Sie nichts an, das ist meine Sache, wenn ich Ihnen das sage, dann haben Sie mein Wort. Aber eigentlich ist damit dann die Möglichkeit für uns nicht mehr gegeben, wenn das so ist, dass das alles schon, wenn Herr Maas meint, das ist schon eine strafbare Handlung. Weitere Fragen? Also es betrifft übrigens nicht nur die Fotografie. Ich habe bei uns in der Ausstellung eine Sequenz, einen Werbefilm, Wir sind Deutschland, gezeigt. Da sind 120 Akteure und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten dann bei 120 Leuten die Rechte abfragen. Das ist natürlich echt der Wahnsinn und irgendwann kommt man dazu, dass man es dann gar nicht mehr zeigen kann. Weitere Fragen? Ja, die einmalige Gelegenheit, hier die Akteure zu fragen. Ich denke, wir haben aber auch das Thema Fotografie, Machtpolitik, nicht vielleicht umfassend, aber doch zielstrebig umrissen und sehr viele Aspekte angesprochen, aufbereitet. Und ja, ich bedanke mich von meiner Seite bei allen hier auf dem Podium und bei Ihnen im Plenum, auf den Besucherrängen. Und ich hoffe, dass einige Anregungen bei Ihnen auch
weiteres Nachdenken provoziert haben und manche Äußerungen. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg und wir haben vielleicht auch noch Gelegenheit, hier irgendwo im Raum bilateral oder in Grüppchen zu diskutieren. Also von meiner Seite vielen Dank. Darf ich schon Schluss machen oder geht es weiter? Achso. Also von meiner Seite vielen Dank an alle Beteiligten und kommen Sie gut nach Hause. Danke.